would be tragic if it weren't funny, Stephen Hawking. Ja, die fünfte Sendung und wir fangen gleich mit einer traurigen Nachricht an. Eh, einmal ein richtiges Zitat von uns. Ja, das ähm, übrigens. Ich ja, meine, wir, wir stecken immer viel Mühe rein und probieren den richtigen Autor immer zu finden. aber das Mal haben wir es wirklich geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Stephen Hawking Zitat und ja, ist natürlich ein Zitat von einem sehr, sehr großen Mann, einem großen Mann der Wissenschaft, einem großen Mann. Ja, generell, also schon äh, wissenschaftlich philosophisch. Er hatte sehr viele so Visionen für die Menschheit gehabt. Und ja, der hat uns vor einigen Tagen verlassen. Fast ziemlich genau eine Woche. Ja, ist ziemlich genau eine Woche ja. her. Ist am 14. März 2018 verstorben. Genau, genau. immer man hat es erkannt dran. Ähm, er hat ja viel Gastauftritte in Simpsons, Big Bang Theory, Futurama, war er da. Ja. Also, er war eigentlich so quasi, der war schon fast Kulturgut, oder? Kann ja, der, der, der in <laughs> meinen Augen war der Kulturgut. Ja. Ja, der ist schon sehr omnipräsent ja. gewesen und hat uh, nie, nie davor zurückgeschaut, sich irgendwie selbstironisch auf die, die Kappe zu nehmen. Das hat er bei Big Bang Theory auch ganz gut gemacht. Ja, geschafft. das war hat er auch ganz gut gemacht. Sheldon ein bisschen traktiert. Er hat da in typischen Internet-Troller mal geben bei Big Bang Theory. Ja, was er auch um, es gibt noch, eine, werden wir sicher ja verlinken, es gibt ein super Interview von John Oliver mit Stephen Hawking, das ist auch sehr gut gemacht. Ja, der Mann hat Humor gehabt. Ja, es, das muss man sagen, der hat Humor gehabt. Ja. Trotz, trotz einer sehr, sehr, sehr schweren Behinderung durch das ALS. Ja. Wo er zum Schluss eigentlich kaum noch etwas, äh, kaum noch irgendein Muskel bewegen können. Eh nicht, das war eigentlich. Aber man, man hat erkannt, wenn er gelacht hat. Also das stimmt. Das, das, das Grinsen im Gesicht, das hat man immer gesehen. Das stimmt, ja. Und sein ja und natürlich äh, bekannt ist er natürlich dafür, oder vor allem dafür gewesen, ähm, durch seine Computerstimme. Richtig, genau, ja. Die er nach einer schweren Lungenentzündung hat, da hat es, genau. glaube ich, was bei ähm, den Stimmbänder. Stimmbänder gehabt und seitdem war er auf dem Computer als Kommunikationsmittel angewiesen. Aber ja, er hat es eigentlich... Was zum mit, Schluss recht gut gemeistert. Was mich da interessieren wird, wie viele Textbausteine hat der da gespeichert? Glaubt? Sehr viel, glaube ich. Weil das muss ja extrem schwierig sein, dass du dir die Antworten geben kannst, einfach. Ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, zum Schluss ist es so gelaufen, dass er ja über einen Wangenmuskel, das ist einer von den ja. letzten Muskeln, den hat bewegen können, ist der Sensor angesteuert ja. worden und dann hat er das Gerät damit angesteuert und dass es da nichts geben hat, so in die Richtung mit den Augen oder sowas, das hat er war, eigentlich, da. oder ich schaue gerade bei Wikipedia nach Nutzteinsprache verbunden mit Infra ja, rot der Sensor sein einfach aus der Unterschiede. Ja, also okay, es okay, war mit dem Wangen unterschiedliche Ansprachen ja. vom rechten Wangen ja. ja, aber ja, geht einer der ganz, ganz großen der Wissenschaft von uns ja, also ähm, es wird sicherlich an seine Sachen weiter geforscht werden oder ja, auf alle Fälle. Aber ich meine, ich habe seine meisten Dinge wahrscheinlich eh nicht verstanden, was er gesagt hat, einfach. Aber ja, in Bezug Einzige, auf schwarze Löcher oder die das, schwarze Löcher, die, ja. die Hawking-Strahlung, da ja. ist mir noch in Erinnerung geblieben. Die habe ich so zumindest theoretisch halbwegs durchdrungen, wie das zu <laughs> funktionieren hat. Aber ich kann mich ja täuschen. <laughs> wahrscheinlich, ja. An, Anmerken muss man halt. Er hat das natürlich nicht alles selber erfunden. Der hat ja. immer ein großes Team gehabt, immer natürlich, viele Wissenschaftler. Das. Und ja. er hat das ja immer selbst immer. Ähm, äh, 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 jetzt fallen mal die Worte. <laughs> Trauriges Thema. Nein, er hat ja selbst immer gesagt, nicht er, sondern wir haben das und das, ja. und das herausgefunden. Also, und diese Thesen aufgestellt. Ja, schade. Ja, es ist, ähm, es ist ein Kommen und Gehen auf der Welt. Mir übrigens in Erinnerung ist immer noch die. Kongeniale Star Trek Folge, wo er mit, mit Newton, Einstein und Data <laughs> an Bord der Enterprise Schach spielt. <laughs> ja, und ich glaube, auch da macht er einen blöden Kommentar in Richtung ähm, Isaac Newton oder so. <laughs> und, und der Einstein ist auch ein sehr lustiges Kerlchen. <laughs> ja, und das stimmt. Also, ich, ich würde fast in der Riege sehen: Einstein, Newton, Stephen Hawking. Ja, sowas in die Richtung. Natürlich sowas. darf man andere große Physiker nicht vergessen. Nein, so. es eh gibt genügend. Ich meine, aber ja. der, der hat fast sowas wie Stan Lee, eigentlich, komischerweise. Wenn man so nimmt, der ist so in dieser. Er ja, ist eine Popfigur. Er ist oder? eine Popfigur, ja. Der ist so. Der ist, ist ein Popstar ja, der Wissenschaft, eigentlich. Fast schon wie ein comic -Held eigentlich ja, eher schon. Also so, so in total, die Richtung, ja. aber wirklich omnipräsent. Omnipräsent, einfach. ja. Und der ist auch gut für die Wissenschaft, ja. dass, dass jemand sich so. Eben nicht öffentlichkeitsscheu gibt und, und schaut die Sachen so einfach wie möglich zu formulieren, dass es fast jeder verstehen könnte. Also ja, hat, es ist, ist, ist schade, ja. Und sein letztes großes Projekt war ja mit dem russischen Oligarchen, und haben sie mal sowas angestoßen, wo sie planen, also Mikrosonde zum ersten Planeten des Sterns Alpha Centauri zu senden. Das ja. Werd er jetzt natürlich nicht mehr erleben. Ja, Frage, ob mir das überhaupt erleben, ja, weil ja. das ist ein Mammutprojekt. E. Ich glaube, die Sonde ist da mal äh, ein paar hundert Jährchen unterwegs. Also, es, ist, ja, wird schwer bei uns. Also einen Start könnte man vielleicht noch erleben, aber naja. Es endet nicht. Es endet sich. Ja, was vielleicht... Nein, okay, ich meine, stimmt sogar. Ich glaube, habe ich da ein Thema drin? Nein, das habe ich da noch nicht drin. Ähm... Aber ja, dann gehen wir weiter zum ersten jetzt richtigen Thema. Ähm, ich habe sozusagen beim Lambert das Xiaomi Mia 1 einmal angetestet, weil er hat sich das ja bestellt. Das ist das berühmt-berüchtigte Android One-Gerät. Mhm. Ähm, ich muss sagen, für das, dass das Ding 200 Euro kostet oder 250 ist, glaube ich, die Preisspanne geht von 200 bis 280 Euro. Ähm, verarbeitungstechnisch auf echt hohem Niveau und das Beste war, wie er mal gezeigt hat, hat er gleich äh, als Update auf Android 8 gekriegt. Nicht schlecht. Das, ich, ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Ich meine, klar, es ist ein Mittelklasse-Prozessor drin, es ist ein Einstiegsgerät. Du hast irgendwo musst du Kompromisse natürlich machen dafür. Aber wenn du es wirklich für ganz normale Aufgaben brauchst, muss man echt sagen, du kannst ist da so nichts Besseres kaufen, weil sicher Gerät, du hast ja. drei Jahre Sicherheitsupdates, zwei Jahre Android-Updates. Was willst du mehr? Ja, okay, du kannst jetzt sagen, du willst fünf Jahre Android-Updates haben, aber wäre es halt schwer. Ja, das ist ja insofern schwer, als dass ähm, Google ja bei jeder zweiten iteration wieder hardware technisch irgendeine sachen ändert ähm, richtig so dass ältere prozessoren inkompatibel wären, ist wenn irgendeine Beschle ähm, cpu beschleunigungs batches eingebaut die dann mit älteren geräte wieder nicht funktionieren und so weiter und so fort insofern kann man sagen ja zwei jahre android updates drei jahre sicherheitsupdates ist schon einmal immerhin ein schritt in die richtige richtung ich bin gespannt, wie lange Google das Programm bestehen lässt. Ähm, weil bis jetzt haben sie alles, was in die Richtung gegangen ist, immer gekübelt. Ja, sie haben es ja nur deswegen gekübelt, weil keiner von den hardware -Hersteller mit mitgehen wollte. <laughs> ähm, Samsung LG, das, das hat ja einfach keinen Menschen interessiert. Also, das hat denen nicht interessiert, weil die gern ihr eigenes Süppchen kochen. Ja, das das mit ihren eigenen Oberflächen, mit ihren eigenen Apps ja. und so wie das jetzt Xiaomi macht, ähm, HTC unter anderem, auch mit die U-Geräte, ja. äh, Nokia mit die kommenden ja. Geräte, ist es gar nicht einmal ausgeschlossen, dass es doch länger bestehen bleibt, weil ja, weil das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Beste, was Google passieren kann, ja. dass Hersteller ein unmodifiziertes Android rausschmeißen und sich Google und die Hersteller die, die Softwarearbeit dann ein bisschen aufteilen ja also weil im, im Endeffekt ist ja nicht anderes. Google liefert dort da das neue Android und die Hersteller haben sie nur noch auf die auf die Hardware genau, entsprechend also noch ein bisschen anpassen genau. ohne dass sie jetzt Rücksicht nehmen müssen auf ähm, ähm, La eigene Launcher eigene Richtig. ins tief ins System integrierte Apps und so weiter und so fort also das erleichtert den Hardwareherstellern halt deutlich die Arbeit Richtig, also von den her war super, weil wie schon gesagt, Stock Android ist man noch immer die liebste Version von Android. Ja, ist das. Also weil, also mit Samsung mit ihrer, wie heißt das, Sense UI? Uh, uh, ja, ich glaube Sense heißt, oder hast du oder hast du anders oder Touch Touchwits? Touch Touch, Touch, ja. Sense UI ist wieder ist von Asus, glaube ich oder was? Ja genau, Sense UI äh, ist von Asus ja. Um, und ich mag die Dinger einfach alle nicht. Also das, das, ja. das ist für mich nicht, dass ich sage, Juhu, endlich eine neue Oberfläche von. Ja, bei Huawei hast du es ja so in Richtung MIUI oder so. Und bei LG hat den LG Launcher. Ja. Wobei man LG ja fast ein bisschen an, gut positiv anrechnen muss, dass sie nicht komplett alles verhunzen. Ja. <laughs> Aber mein, nach meinen Erfahrungen der letzten Wochen, ja. Sie verhunzen es halt doch irgendwie. Entweder an der Software oder an der Hardware. Ja, es ist schwierig. Aber auf alle Fälle, ähm, wenn man überlegt, man braucht sein Smartphone nur für rudimentäre Sachen, also das heißt rudimentär, du kannst alles damit machen. Ich ja. meine, Spiele spielen, okay, da wird es ein bisschen schwieriger mit einem Einstiegsprozessor. Aber bei der Kamera muss man ja. sich natürlich überlegen, okay, die eine gute Kamera hat ihren Preis einfach in einem Smartphone. Und wenn du aber auf das verzichten kannst, hast du mit dem Gerät, also jetzt mit den Xiaomi Mia 1, definitiv ein hervorragendes Smartphone, was wahrscheinlich problemlos drei Jahre nutzen kannst, und dann holst du ein Neues. Ja, und bei dem Preis tut es nicht weh. Richtig, weil, ähm, wenn du denkst, wenn du das jetzt auf ein iPhone 10 umlegst oder ein iPhone X, wie es noch nennen willst, dann ist es ungefähr, ist das sechs sechsmal so viel. Ja. Das ist viel. Also das ist richtig, wenn man das so in Anbetracht ist das viel, weil eigentlich müssten dann ein iPhone, wenn das drei Jahre halten, Jahr halten. 18 Jahre halten, 6x3 ist 18. Achso, 18, ja ah, ja. Müsste okay. das eigentlich 18 Jahre halten, dass das sich auszahlt? Ja, das alles schön und gut, aber ja, das, das wird nicht passieren. Na also fün ich fünf Jahre wirst schaffen mit einer iPhone. iPhone 5 SE zum Beispiel gibt es auch noch Sicherheitsupdates. Zumindest ja, ja also, das ist ah, wie alt ist das iPhone 5SE? Hat da schon ein paar Jährchen auf dem Buckel? Ja, das ist, ähm, na, das ist das erste iPhone SE. Ja, das kriegst, das hat sicher schon. Und das ist ja vergleichsweise günstig, glaube ich, oder? Das ist sehr günstig. Meine, das Screen ist relativ klar. Ja, aber es ist ähm, außer Kämmen, okay, das iPhone SE. Okay, 2016, kann es sein? Ja, das haben sie, sie haben sie mal ah, neu Sie haben sie mal modifiziert. Ah, okay. Also sie haben mal ein Nein. ich meine ursprünglich ist es von ist denn das erste rausgekommen. Puh, gute Frage. Na, ich habe da überall nur 2016. Hm. Ja, aber da ist es auch modifiziert worden, oder? Ach, ist ja, ist ja egal. Ja, eh, aber es, es ist 5er oder es 5S kriegt aber auf alle Fälle auch noch immer Updates. Ja, eben. Also, also das ah ja, 5S genau. Genau 5S, 5S war das, ist sozusagen ja. das ist ja da und das iPhone 5S wann ist das rauskommen? Ja, es das ist, 2013, ist 2013 2013 20. Okay. September 2013. Okay das wird bald fünf Jahre alt und kriegt auch noch brav seine Updates also ist ja auch nicht so. Genau du solltest gleich einmal den Akku tauschen. Irgendwann sollte ja. das vielleicht mal machen ja. Ähm, ja ist bei Apple geräten natürlich immer etwas problematisch aber ja mittlerweile Stück. Ich glaube das iPhone 5S folgt nicht unter das Programm. Ah, okay. Nein, dann jetzt teuer. Ja, ich meine, ich würde es wahrscheinlich nicht bei einem offiziellen Apple Händler oder sowas machen lassen. Na, weil das zahlt sich glaube ich bei einem 5 Jahre alten Gerät nicht mehr aus. Wahrscheinlich. Ja. Da ist immer so ob ob, ob wie man es aufgeben und sich dann um ja. 600-700 Euro ein neues kaufen oder investiert man doch nochmal 150 Euro, macht es bei irgendeinem Jahr günstiger kriegen, wahrscheinlich sogar. Also dann werde wahrscheinlich mit 60 bis 100 Euro dabei ja, sein. Okay. Ja. Ja. Ich meine, wenn jetzt kein, nimm schon kein Original-Apple-Ersatzakku, sondern anderen. Ja. Also, aber das ist nun isch schon wursch bei den Alter. Na cool, also ich bin mal gespannt, wie, wie lange sich das Xiaomi M1M. Äh, Mi, Mi A1 ähm, so im über einen längeren Zeitraum verhalten. Ich, ich wäre in Lambert dann einfach fragen, was er davon haltet. Ja, also es wird jetzt nicht sicher nicht großartig langsamer werden, aber ich bin mir würde halt interessieren, wie langlebig noch in die Hardware ist, die, 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 die Verarbeitung, ob es nicht vielleicht doch irgendwo eine Bruchstellen, eine Stellen gibt, die leicht brechen können und so weiter. Man kennt nicht also schießen. Ich muss fast sagen, es hat mich sehr ans iPhone 6 erinnert, also von der Verarbeitung her. Ah, okay. Also ja, mir erinnert es ja designtechnisch schon ein bisschen. Ja, es ist, aber es ist ja die Verarbeitung wirklich gut. Also das muss ich echt sagen. Das haben wir echt. Das gedacht. Aluminium. Ja, also äh. nicht schlecht gemacht. Also mhm. kennen es. Also muss man sein lassen. Und für den Preis erstaunlich. Wer noch gute Handys baut? Zumindest früher, so bis in die Anfang 2000er Weltmarktführer mit Handys war und dann. Das iPhone ausgelacht hat und <laughs> schnell gestorben ist, das ist Nokia. Ja. Und Nokia macht jetzt seit, ja, also Nokia selber nicht, sondern H HMD Global. Ja. Ähm, hat die von Nokia die Namensrechte gekauft für die Smartphones und davon Microsoft die Namensrechte ja. abgekauft und baut jetzt auch Smartphones seit längerer Zeit und bringen jetzt demnächst auch Android One-Geräte aus ja, das Unter anderem das äh, Nokia 5, das Nokia 7 Plus D und das D Nokia 4. Das habe ich eigentlich, bis, das verstehe ich bis heute nicht, warum Nokia nicht ursprünglich hergegangen ist, wie sie ihre ersten Smartphones dann wirklich gebraucht haben. Warum sie da noch nicht zu der Zeit ein klassisches Stock-Android drauf haben laufen lassen. Weil sie sich gewonnen haben. Äh Bevor sie untergegangen sind? Genau, sie haben zuerst angefangen, zuerst haben sie ja Apple ausgelacht, und gesagt, das braucht so quasi keiner. Dann sind sie hergegangen, haben Decht-Touch-Handys gebaut, haben aber diese komische... Symbian Series wo sie eigentlich schon hergehen hätten sollen, leicht Stock-Android drauf tun. Sie wollten ihr eigenes Süppchen kaufen? Ja, genau. Und dann seien sie noch einen Schritt weitergegangen und haben... Bei Microsoft mitgemacht. Ja, das ist natürlich aufs falsche, also da hat man natürlich aufs falsche Pferd gesetzt. Also... Nein, Nokia war so groß, die haben sich gedacht, was werden uns schon passieren, ja. was werden uns da als eine kleine ähm, Hardwarebude ähm, <laughs> den Markt wegnehmen. Ja, das... Und ähm, die haben den Markt vollkommen unterschätzt ja. damals. Ja, ja, es ist ja immer schwierig, ich weiß, als Marktführer ist es problem sehr problematisch auf eine neue Technologie zu wechseln, weil du null Erfahrung damit hast. Natürlich hätten sie damals ein äh, äh, Stock nehmen ja. können, nur war Google damals, wo es äh, iphone rauskam, ist auch noch nicht so weit Ja, aber es war besser gewesen als alles, was sie gekauft haben. Das war Ich habe ja, ja ja. Äh, hab testweise mal so a, so a Symbian, also so ein so ja, Mischmasch-Smart-Classic-Phone ja. gehabt, also ein Smartphone ja. mit Tastatur. Habe ähm, hab ich mal ähm, also testweise zur Verfügung gestellt kriegt. Ja, das war natürlich bedienungstechnisch von der Software her eine einzige Katastrophe. Ja, das. Äh, äh, schon, schon allein hat es eigentlich keine Grundlage für irgendeinen App-Store oder sowas. Das hat es da nicht gegeben. Man hat sich da die, die Apps immer noch über, über das Internet überklauen auf die Speicherkarten oder das Handy zurückgestöpselt zum PC und noch ein Ausführer Java-Dateien installiert und ja. so Sachen. Das, 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 wow. Ja, ja, nein, also das ähm, komplett verschlafen. Ich meine, jetzt ist Nokia anscheinend wieder da, wo es hätte hin sollen, schon früher. Ja, sie <laughs> bauen schöne Geräte. Ich muss echt sagen, das Nokia 7, ich bin von dem ja sehr begeistert, wie es optisch ausschaut. Yeah. Ähm, wird so um die 400 Euro kosten. Ist okay, ja. Wobei Schätzungen davon ausgehen, die so, so ein Handy normalerweise von Huawei oder, oder zu, von der Hardware-Erstattung kriegt man so um 270, 280 okay. Euro. Äh, bei Nokia zahlt man halt ein bisschen einen Aufpreis und kriegt dann halt auch zwei Software-Updates von, von Google bzw. von Nokia und dreier Sicherheits-Updates. Sicherheits Okay, okay, und die sollen dann auch sehr flott gehen. Und, und Nokia ist da jetzt scheinbar wirklich recht flott gewesen. Ich glaube, das Nokia Vorgänger vom Nokia 7 Plus, das Nokia 7 ist ja im asiatischen Raum als das erste Android One-Gerät yeah. gewesen und kriegt eigentlich, hat eigentlich, glaube ich, das Update auf Android 8.0 schneller gehabt wie die Pixel-Geräte von Google. Also. <laughs> ja, das ist ähm, ja, das, das ist ja die einzige Frage, was ich immer einer stelle. Ob sich der Google nicht selber fast ein bisschen die Pixelgeräte hinmacht? Ähm, Na, glaube ich nicht. Weil, ich mein, ich ja so, ich verstehe ja sowieso nicht für was man sich ein Pixel-Gerät kauft, weil es ist ja sündhaft teuer das Ding. Na Google lebt ja nicht vom Hardware. Nein, trotzdem es Aber trotzdem, muss, was kostet das Pixel 2? Ja, 900 bis 1000 Euro so in die Richtung. Das ist richtig teuer für ein Android Smartphone. Es soll ja sehr gut sein. Es ist, es ist wie ich gesagt, ist sicher nicht schlecht, leistet Android drauf. Ja, <laughs> das ist, ähm, man kann, man kann ja, nicht alles haben. Nein, aber für 1000 Euro ein Android-Gerät zu kaufen, das ist, das finde ich hart. Na, wenn mir jetzt jemand 1000 Euro gibt und sagt, kauf dir, uh, du musst das Geld investieren in ein Smartphone, kaufen mal ein iPhone 10. Das ist für mich. Ja, allein äh, schon, es haltet in Wert viel besser, ist klar. Und, ähm, und vor allem, na, was mir ja ich kriege beim Pixel 2 ja allein 2 oder 3 Google-Updates. Ja, eben. Wo man denkt, 4.000 Euro passt eigentlich. Zwei Jahre Software, drei Jahre Sicherheit. Yeah, ja, um, das ist schon teuer Ordnung, also. Aber ist halt so, Google, Google verdient ja nicht mit der Hardware. Nein. Das ist, ich mein, nichts, sie, Apple verdient ne. mit der Hardware, Google verdient mit die User-Daten. <laughs> ähm, ja. Insofern findet ihr den Preis für Pixel ähm, ziemlich zart, weil du zahlst 900 bis 1.000 Euro für die Hardware ja. und verkaufst dann doch noch einmal deine Seele an Google mit mit der Datensammlung. Ja, das hat schon Apple gemacht, das ist eh schon wurscht. Ja, aber, aber Apple verdient mit deinen Daten kein Geld. Google verdient aber. Ja, richtig viel Geld. Und die damit. verdienen richtig viel Geld ja, ja. mit Werbung und Apple macht keine Werbung. Also Ach. macht verdient nicht. Nein, nein mit Werbung verdienen es Verdient eher nicht mit nix. Werbung, ja. Äh, ja. Aber... Da, da gilt halt wie immer, man muss aufs kleinere Übel setzen. Oder auf oder, oder <laughs> auf das setzen, was einen weniger stört. Ich verstehe schon, dass da dass der Massenmarkt sich gerade 1000 Euro Nein, Smartphone ähm, kaufen will oder äh, 800 Euro Smartphone. Es ist, diese Grenze ist schon äh, mittlerweile, also über 1000 Euro für Smartphone zu bezahlen. Es ist vor allem das, weil selbst das iPhone 10 ist nicht auf dem Level, dass du sagen kannst, es ist 1000 Euro wert. Dazu bieten es, also dazu sein auch zu viele Sachen zu unausgegoren einfach. Ja. Das ist das, also für 1000 Euro kannst du normal erwarten, hey, das Ding spielt alle Stickeln bitte. Tut es aber nicht, also das ist... Ja, es ist jetzt, warte mal ab, was im Herbst kommt, da ja, gibt es neue Geräte. Da gibt es ja, jetzt kommt zuerst einmal die iPad. iPad-Geschichte Die kommt in vier Tag, fünf Tagen oder sowas. Ich bin ja schon gespannt. Ähm, ja, wenn Glick klick siehst rahmenloses Tablet. Das war natürlich der feuchte Traum. Ja, ähm, ich meine, es wird, das, wenn das wirklich kommt, das wird der Vermögen kosten. Ja, ähm, bei mir ist jetzt der da, da, da Druck, <laughs> Druck nicht mehr so hoch. Ich habe jetzt äh, von meiner Schwester das Nexus 7 bekommen, was hier ein äh, neues äh, Tablet Greg ähm, Und ich habe jetzt da Nexus 7 zum Aufwachen, um okay. meine Sachen zu machen. Und, und ja, ich mein, funktioniert ja, A ist halt Android. Ja, ich bin jetzt, in ein, jetzt irgendwann im April. Sollte das eine Tablet kommen, da von Kickstarter, was wir schon mal geredet haben, was ja, so ich ja. Ich bin dann gespannt. Wir werden's dann, ich werde es offiziell da für einen Podcast aufbewahren mhm. und dann werden wir es da mit kleinen Video wahrscheinlich einfach mal herzeigen, wie es funktioniert. Bist du sicher? Ja, ja. Ja, das Tablet ja. können wir wohl filmen, ne? Ja, 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 nein, das schon. Aber willst du da ein Unboxing machen, quasi? Nein, ich mach ein kein live Unboxing. Unboxing. Nein. Ja, ich, wir testen es einfach Sam aus. Fertig. Na ja, Feuerlöscher bereithalten. Warum zünden wir so? Na, na, gar nicht. Da oh, falls das Brennen von von aus. So, ich, ich glaube, das haben die schon hingebracht. Am ehesten mache ich mal mit Lag Sorgen. Ja, der Input-Lag ja. könnte könnt da in dem Fall ein Problem werden. Ja. Also das bin ich gespannt, aber wie schon gesagt, keine Sachen vorweg. Hast du die auch so Rauschen im Kopfhörer? Ich habe so also ein leichtes ähm, Brummen drin, ja. Ah, okay, das ist in die Kamera. Da. Jetzt habe ich gleich ein Foto gemacht das von uns zwar, wie wir aufnehmen. Naja. Ja, wir sind nicht zum Herz geeignet. Es wird nachbearbeitet, bearbeitet. schaut <laughs> schon nicht schlecht aus. Ähm, ähm, ja, gehen wir zu deinen ersten. Gehen wir zu den Tech Picks, yeah. ja. Jetzt, jetzt, nachdem wir da schon eh uns um die Technik kümmern. <laughs> ja, RoboCat. Ähm, sehr, sehr geile Geschichte von, von einem Maker, der hat sich mit Arduino und allerlei Grimmskrams. Raspberry Pi und so weiter und so fort. Ein Roboterkatze zusammengebaut, ja. die sich bewegen kann. Also sie kann gehen, sie kann mit dem Ball spielen, sie hat eine Hinderniserkennung. Ja, sie verhält sich teilweise wie eine richtige Katz. Also ist 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 vom von, von der Ansteuerung her, also vom, von der Intelligenz her recht dumm, <laughs> so wie Katzen halt. Aber sie ähm, Sie schnurrt, wenn man sie streichelt. Sie spielt mit der anderen Katzen. Ähm, ja, äh, <laughs> ziemlich eine geile Geschichte. Ähm, er hat zusätzlich noch den Bausatz veröffentlicht, was man braucht, Bauanleitung und so weiter und so fort. Und so kann man jetzt noch gegebenenfalls ja irgendwann einmal nachbauen, wenn man Zeit und Lust hat. Ich würde mir sowas gern bauen, nur in drei, viermal so groß und dann unsere Katzen quer durchs Haus jagen. Glaubst du, dass die in drei bis viermal so groß noch funktioniert? Ja. Ich glaube, dass das ein Problem mit dem Gleichgewicht hat, oder? Nein, nein, das schaffe ich schon. Das schaffst du schon, <laughs> weil es ist ja wie bei Papierpfleger, da ist ja A4 das beste Format einfach. Ach so? Ja, umso größer du das Platel machst, es wird nicht besser, es wird leider mal instabiler. Ja, ich weiß nicht, ob, das bei noch, ob man das so in so einer Roboterkatze umlegen kann, aber. Ich, ich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, das ist wie beim Papierpfleger sozusagen, das darf nicht eine gewisse Größe überschreiten. Challenge <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn du es in größer baust und funktioniert, ist meine These falsifiziert. Muss man aber zwei, drei Jahre Zeit geben. Ich, ich, Kannst du zehn Jahre? Ich <laughs> bin kein großer, also nicht so so guter Löter und Elektronikbastler. Ähm, einen 3D-Drucker hast ich, Nein. Aber ist schon länger auf der Einkaufsliste, also sowas ging sicher. Ja, okay. wollte ich, äh, wollt ich noch sagen, also die Teile ähm, der Katze, also die, die, die belasteten, also die, die Körperteile, die Knochen, die ganzen Strukturen, die sind mit einem 3D-Druck ausgedruckt worden. Also was, was eh ziemlich, ja, also eigentlich ist das alles aus, ja, Einzelteilen einer Katze zusammengebaut. Also ja, cool, wie schon und die Arduino-Boards und die Raspberry Pi ja. kriegst natürlich fix fertig. Also meine, die, die Arduino sind da für die Ansteuerung, ja. Der, der Bewegung, der, der, der Beine, der Muskeln ja. und so weiter und so fort. Hat die eigentlich einen Code auch zur Verfügung gestellt für das Arduino Board oder musst du den selber schreiben? Nein, ich glaube der Code und so weiter ist, es ist alles komplett frei. Also also das heißt, du musst gar nicht Programmieren können du kannst sogar ohne Programmierkenntnisse zusammenkriegen. Ja, äh, nachbaranleitung gibt es keine, aber einzelteile, also die Teile und die und das Softwarecode sind Open Source und das, das vollens zur Verfügung gestellt dann ja okay ja also ja lustige Geschichte also es ja okay das, das ist ja noch was Praktisches der Roboter Baukosten für der haben und wer sozusagen nicht so alles selber machen will der kauft sich halt von Lego Mindstorms ja genau das ist Beispiel. das ist einfacher aber es ist auch nicht ganz günstig wenn ich nicht ganz da ist. Ja, ich glaube, die Lego mindstorms Sachen, die sind schon ein bisschen hochpreisig. Aber mit Idee kann man halt auch. Ja. Du kannst, wie gesagt, mehr haben das letzte Mal ich mit dem Regenwurm gehirn mhm. Ich meine, ich glaube, es so hat 300, 400 Euro, ah, 279, ja, okay. Roboterpaus hat es für Kinder, ja. Ja, ist ist halt ideal für Kinder. Also, ich hätte mir gewünscht, dass es sowas zum, in meiner Jugend schon geben hätte. Ja, es ist. Aber ja. ich habe nichts anderes gehabt als. An Hol Holzstock, Holzstock und an Holzball. Ja, eben. Früher war eben war alles schlechter. Also man hat Fußball mit Ziegelsteinen gespielt. Unter anderem. Ja. Aber naja. Ähm, aber es ist ein schöner Einstieg. Also Lego Mindstorms ist ja schon länger auf meiner Einkaufsliste. Ich hab's noch nicht, ich weiß nicht, ich wollte es noch nicht bestellen, weil es mir einfach zu kostet, intensiv war. Ja, es ist halt die Einstiegshürde relativ Un niedrig, also unterschwellig. Also die Programmiersprache ähm, ist, ist eben einsteigerfreundlich und dann kann man sich halt nach und nach ja hocharbeiten. Ja, ja, das ist, das ist das Coole. Vor allem, du kannst ja einzelne Sensoren nachher nachkaufen und du musst ja nicht immer so. das kann, Also, mm. noch, wenn du einmal das Einstiegspaket hast, dann, dann auch, hast du mal das Wichtigste a, a, a und gute Basis. Und dann kannst du darauf aufbauen. Ich glaube, es gibt sogar noch für Schulen gibt es auch so eigene Versionen. Mm. Da ist noch viel mehr drinnen. Ich meine, ich verstehe eh nicht, warum es das in Schulen nicht gibt, aber wenn man wieder mal auf unsere regierung schauen warum wir das nicht haben Was war das? also weil sagen wir so das wird wahrscheinlich ich glaube unsere regierung war von normalen lego klötze überfordert oder die haben sich mit duplo schon schwer würde ich sagen mit den großen Ja, stimmt das ist na, vor allem das ist zu viel ähm, wie nennt man das, da ist zu viel Freiheit dahinter. Das ja, heißt, und vor allem zu viel, zu viel unterschiedliche Formen und ja. unterschiedliche Formen. Da kannst du unterschiedliche Koalitionen bilden, das geht gar das nicht. Das geht gar nicht, ne? Okay. Ähm, nächstes Thema vielleicht. <laughs> be be bevor wir noch eine Abmahnung kriegen. PC-Spiele streamen. Ah, ja genau. Ähm, das ist ja jetzt das, was ihr jetzt ähm, vielleicht durch das ganze Ding von Glasfaser etc., schnellen Internet, 5G, werfen wir mal alles in den Raum, was wir haben. Ähm, und zwar einfach, dass du um relativ wenig Geld, also du musst da ja kein 2000 Euro Gaming PC kaufen, sondern nimmst einfach halt, wie das bei Netflix ist, im Monat zahlst du eine bestimmte Summe, X. Und dafür kannst du die neuesten PC oder Konsolenspiele, einfach dir auf dem Fernseher streamen. Kannst du sie spielen und fertig. Und du brauchst keine High-End-Hardware. Das ist eine coole Idee, aber gibt es das schon, oder? Das gibt es schon. Ich mein, ähm, Nvidia. Ähm, Nvidia. Nvidia hat das schon, genau, ja. ja. Aber Sony hat auch so in die Richtung. Sony auch, ähm, Microsoft hat bei der Xbox eine Sache, das ist zwar jetzt nicht streamen, das ist runterladen, das nennt sich Xbox Game Pass. Da mhm. zahlst du 10 Euro im Monat. Und du kannst die Spiele, was in den Game Pass inkludiert sein, spielen. Ja, aber du das. brauchst halt da die Konsole. Du wieder. Da das brauchst die Konsole, super. genau. Aber ähm, ich mein, bei dem, was ich da jetzt rausgesucht habe, das heißt, ähm, der ist von der Firma Blade. Da brauchst du auch natürlich seine Box, Hardware. Ja, aber, natürlich klar, ja. also, aber es ist die Einstiegshürde sehr gering, weil 200 Euro oder sowas für eine Xbox jetzt als Beispiel ist jetzt nicht so hoch wie ein High-End-Gaming-PC. Ja, natürlich, natürlich. Das ist. Ähm, natürlich, äh, Master Race, äh, ja. PC Gaming ist halt immer noch das. das ja, der Creme de la Creme der Spiele und der Spiele. Ja, und, und genau, aber das, das ist halt das. Du aber das zahlt man sich halt. Ja, halt. klar, aber da kriegst du halt jetzt quasi über dieses mhm. Abo kriegst du dann diese High-End-Grafik gestreamt. Also, das heißt, wenn die Internetverbindung es kann, natürlich. Wenn es, eben, da kommst du noch auf ein paar Sachen und Die, ja. die Internetverbindung muss verdammt ja. schnell sein. Das war natürlich super, ja. Ideal ist es, wenn der Server wo die die spiele gestreamt werden direkt um die um die ums eck werden weil wird da eher selten sein und da haben wir nachher schon die probleme die es das halt so bei nvidia shield und so weiter gibt nämlich die lags die richtig Input -Lags. drückt man den knopf am gamepad braucht das signal einmal im besten fall 20 millisekunden bis es beim ja, server ist das ist zu viel Der server der, der das spiel rendert schickt das ja. ergebnis vom knopfdruck knopfdruck also von einem ja. einfachen jump wieder zurück ja. Wieder 20 Millisekunden und dann hast du quasi eine Verzögerung für 40 Millisekunden und vielleicht rechnen wir noch ein bisschen die, die Verzögerung beim, beim, beim Fernseher. Ja, ein. ja, das ist ja nicht ganz ohne. 5 bis 10 Millisekunden und hat dann schon 50 Millisekunden. Wenn du so einen schneller überhaupt hast, das ist eher eher schon. Es gibt noch, ja die Fernseher, haben wir meistens C-Gaming-Mode, wo man ja, ja, eher alle aber. Nachbearbeitungen ausschalten kann, dann geht es recht gut. Aber das ist halt ein bisschen so. Das ist was mich bis jetzt so abgehalten hat, ähm, so zu machen. Also das Nvidia, die Nvidia-Sache, die hat mir auch schon einmal Zeit kreizt, aber ich, ich bin da extrem anfällig dafür, wenn, wenn bei mir nicht ein Tastendruck nicht ja, sofort das eine mag Reaktion ich auch nicht. Also diese input lags das zum Beispiel, ich bin ja normal. Ähm, ich habe so bei meinem, wenn ich meinen Laptop jetzt quasi als StandpC nutze, habe ich einen Monitor mit einer Millisekunde Reaktionszeit. Mhm. Und du wärst es schon gewohnt, also das ist ja. das, das merkst du einfach irgendwann. Also meine, meine zwar ähm, Grafikmonitore haben mit den IPS-Paneelen, die sind ein bisschen ja. langsamer, die haben 6 Millisekunden Reaktionszeit, das ist noch auszuhalten. Ja. Aber alles drüber, das wird halt dann schon, schon ja, sehr schwierig. Ja, beim, gerade beim Gaming ist beim es. es beim normalen schwierig. Arbeiten merkst du es natürlich nicht ja. oder schwer, aber beim Gaming, das ist echt ein Also, ich habe ja auch eine, so Steam-Link-Box. Ja. Ähm, weil mein, mein Gaming-PC steht bei mir im, im Homeoffice ja. und ich habe mir mal Steam Link Box günstig geschockt, dort zur Aktion gegeben, hat es ja. für 10 Euro gegeben. Okay, das zahlt sich aus. Und habe sie unten beim Fernseher angehängt und ja. ins Netzwerk gehängt und durch, da habe ich auch sehr viel umfudeln müssen, <laughs> dass ich auf äh, 7 Millisekunden weggekommen bin. Ja. Weil anfangs war es 30 bis 40 Millisekunden Bleh. Verzögerung, jetzt habe ich die Box am, am DLAN hängen, also am um, Ethernet über Strom ja. beim Fernseher unten, weil ich da kein ja. Netzwerkkabel habe, dann oben des, die dlan box direkt auf den Router drauf ja. und den PC direkt am Router. Okay, dass ja. die Signalwege und nichts Switch mehr dazwischen, ja. dass die Signalwege kurz sind. Aber ich habe trotzdem 7 Millisekunden Verzögerung. Das ist viel, ja. Und dann habe ich noch blöderweise die, die Scheiß-Nachbearbeitung beim Fernseher eingeschalten gehabt. Wie ich die deaktiviert habe, ist es eh gegangen. Okay. Aber so ein Spiel, wo er eigentlich relativ schnell reagieren muss, wie Formel 1 2016, 2017, ja. die einen schon recht hohe Reaktionszeiten abverlangen. Da wird es dann mühsam, wenn das Signalwege aufgeschaltet sind. Ja, ja, klar. Das, ähm, da machst du dann der Spaß. Deswegen weg, ja. ist das Streamen, ja. Ja, geil wäre es einfach, wenn's, wenn es. Wenn man überall einfach Glasfaser einbuddeln würden, dann war das kein Problem mehr. Aber. Ja, 5G war fast wahrscheinlich noch besser. Musst du musst kein Kabel mehr einbuddeln. Ja, aber Funk ist Funk und eine Kabelverbindung ist halt immer noch vorzuziehen. Ja, aber bei 5G hast du ja, das, das wird ja für die ganzen autonom fahrenden Autos dann her. Es, es ist ja kein Lag mehr da bei 5G. Ja, ein Lag wirst du immer haben. Ja, ja, aber der ist so gering, dass er wurscht ist. Also, der ist also die, die, die. Die Konstante, die äh, Signal immer beeinträchtigen wird, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Ja, 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 eh. Du wirst immer noch einen Lag haben. Ähm, da, okay, wenn jetzt das Signal husch, in Lichtgeschwindigkeit ja. geht, du wärst immer noch eine Verzögerung haben bei den ganzen Server. Eh, aber wenn es, wie gesagt, solange das Signalverstärkung, weg... Signal Signalverstärkung, Signal nachbearbeiten, ja. Signal umwandeln, da wieder durchschicken, ja. da wieder durchschicken. Schwierig. Aber 5G ist halt auch noch Zukunft. Ist noch Zukunft, Zukunft, ja, Musik. also, um, aber und wenn das einmal Ist realistischer als Glasfaser, weil es, egal wie viele Leerrohre wir in unsere Straßen haben, die Straße wird einfach noch einmal aufgerissen, um wieder ein Glaswasserkabel einzulegen. Richtig. Aber wenn schon alles da ist. Aber ja, das und das ist teuer und deswegen wird es nicht gemacht. Ja, ich meine, in Lienz haben wir es ja jetzt langsam, glaube ich, Kims ja. Ja, was habt ihr jetzt? 8 Megabit, was ist so jetzt die höchste Geschwindigkeit, was ihr so habt, um, Telefon? Ich habe derzeit, ich habe 1, ich habe 150 Mbit Leitung. Wow. Aber es ist kein Glasfaser, das ist ein irgendein hybrid -Modem. Er kriegt einen gewissen Teil übers Kabel und, und den LED. anderen holt er sich über LT. Ich, mein, ich glaube, in Lienz 150 Mbits zu kriegen, ist relativ unwahrscheinlich. Mhm. Aber ich glaube, so auf 50, 60. -Kin. Ja, aber dafür, dass es vor ein paar Jahren 8 Mbit die, die Krönung noch war, ist das es, ja schon. Das ist schon ein guter Fortschritt, weil es ist ja noch gar nicht so lange her, oder? 8 Megabit? 5 oh, Jahre, 6 Jahre, 6 ja. ja, ich weiß es gar nicht mehr, aber... Da war das Maximum äh, 8 es, Megabit, Das Problem oder? ist, du kannst ja mit 8 MBit halt nicht einmal mehr eine normale Website aufmachen. Doch. Du kannst mit 8 MBit einfach nicht Netflix oder Amazon Prime streamen, ja, Das geht sowieso nicht, also wir reden ja, das ist ja eh schon, wenn das kannst, musst du eh schon glücklich sein, da kannst du nicht einmal eine normale Website mehr ja, aufmachen. das ist doch. schwierig. Weil das braucht ja das schon mehr. Mhm. Na also bei uns im, in Großkirchheim... Da hat es eigentlich schon sehr früh angefangen mit, mit, mit dem ADSL-Ausbau. Yeah. und, und ähm, Maximum, was ich jetzt kriegen würde, wäre 100 Megabit. Aber ich habe jetzt eigentlich noch keinen Bedarf dafür. Ja. Yeah. Weil ich hätte gern 100 Megabit synchron, also down und up. Ja, das wird schwer. Also Upload geht eh relativ gut. Also ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab 50 ab oder sowas teilweise. Ja, okay, du kannst eigentlich schon einen Webserver aufstellen. Ja, ja, also es geht, es geht, aber ich brauche es eigentlich nicht. Aber, ja. aber es ist natürlich, du gewinnst dich dran. Ähm, ja. ja, Internet, vor allem, es ist ja das, gibt es, gibt ja die V-Stream. Du brauchst ja alle zwei, drei Jahre quasi. Ist ja das, du brauchst ja fast die doppelte Leistung nachher schon immer. Ja, meine Sendungsnotizen sind wieder für die Fische. Ich schreibe nichts mit. <laughs> ja, du hast schon aber die Überschrift hingeschrieben. Ja, ähm, was zwei bis drei vorher leisten, oder was? Ja, ich glaube, es verdoppelt sich dann immer so, was du an Bandbreite haben müsstest oder sowas. Ja, also ich meine, jetzt durch Streaming natürlich. Klar, mit 8 MBit, ja, da streamst du nicht viel. Na, na. Da, da ist einfach Netflix, kannst du noch nachher, das ist einfach illusorisch, dass das funktionieren wird, richtig. Ja, in, in SD wird schon laufen. In SD, ja, ich meine, weil, oder kannst du vor buffern lassen? bei na, nicht, nein, nicht ist, wie, ja, Ja, du kannst das downloaden. also ja, du kannst du die Folgen aber. Eh, dann musst du fast runterladen, weil aber sozusagen spontan. Aber dafür ist es ja eigentlich nicht da. Nein, ES du willst ja spontan willst sein. Du willst ja spontan was schauen, ja. Also das ist ja, selbst wenn da jetzt bei iTunes oder sonst wo einen Film ausleisch, ja, da musst du den ja, den möchte ich ja noch gleich schauen. Hm. Weil das, ich meine, vor, sagen wir mal, acht Jahren war das klassisch, du bist hergegangen und sag, ja, ich leih mir bei iTunes einen Film aus, hab den am Nachmittag ausgeliehen und am Abend habe ich geschaut. Naja, vor acht Jahren war es eigentlich klassisch, du hast Pirate Bay aufgerufen, den Film eingeben, dir die, die Torrent über Torrent das File geladen und, und wenn es fertig war, angeschaut. Und dann auf die externe Festplatte geschmissen. Das habe ich nie gemacht. Ah, nie. Na. das sollte man auch nicht machen. Also das würde ich, das ist für mich gerade sowas Neues, was du da erzählst. Also, okay. also das kenne ich alles. Naja, ich sage das ist klassisch. Ich habe es ja auch nie gemacht. Mhm. Und ich finde ich finde das ja verwerflich, weil die armen Studios und die armen Schauspieler, denen Richtig. geht ja dadurch sehr viel Geld. Ich meine, stell dir vor, Disney wird das Geld nicht verdienen. Bah. Dann würden sie keinen schlechten Star Wars Film mehr machen. Wollte wir es trotzdem ja, machen, wahrscheinlich. Ja. Weil da arbeiten sie dran. Um, ja, gut. Dann gehen wir zu deinen zwei, weil wir gerade bei Filmen sein und du ja. hast da ich gerade Thema. Sehr schöner Übergang. Ja, Nein, es hat jetzt eigentlich nicht so viel mit Filmen zu tun, aber wäre natürlich auch ein möglicher Anwendungszweck. Äh, Mercedes hat in, auf der Automesse in Genf, glaube ich, oder? Ja, auf dem Genf einen neuen maybach S-Klasse, Mercedes-Maybach S-Klasse vorgestellt, ähm, dessen Scheinwerfer ähm, Symbole auf die Straßen projizieren können per, per Laser. Zum Beispiel, ähm, also um, um die Aufmerksamkeit des Fahrers vom Cockpit weg wieder auf die Straße zu bringen. Ja, man hätte die Aufmerksamkeit des Fahrers nie aufs Cockpit beschenken sollen, aber ja, jetzt wollen sie ja. natürlich wieder den Weg zurück. Ja. Und es wären während der Fahrt, also nachts zum Beispiel, Symbole auf die Straßen projiziert, zum Beispiel der äh, Schneeflocke als Symbol, jetzt ist eisige Fahrbahn. Ja, das es geht ja, glaube ich, sogar noch weiter. Da geht es ja dann sogar, dass der da in Abstand anzeigt, wie genau. weit du von vorne noch hast, wie schnell du vorne. Wie schnell du fährst und, und so weiter so und so theoretisch erkennt er dann Anzeigen jetzt rechts abbiegen, indem er da einen Pfeil einblendet. Genau, also das sind noch die, die weiterführenden ja, Sachen, dass quasi die Navigationspfeile dann auf die Straße projiziert werden. Also ist quasi das Head-Up-Display verschwindet jetzt in den Scheinwerfern. In den Scheinwerfern wird auf die Straße ja. projiziert. Ähm, ja. Anwendungszweck, ja, bei Nachtfahrten, Ich glaube, geht nicht untertags auch. Kann ich mir nicht schwer vorstellen. Weil wenn es mit Laser drauf projiziert wird... Wird trotzdem nicht viel bringen. Ich glaube, da wird man nicht viel sehen auf der Straße. Okay, ich weiß es jetzt nicht. Also also es ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube sogar, es ist ja noch nicht einmal, das muss ja glaube ich zuerst einmal rechtlich komplett abgesegnet werden, was ihr jetzt so gelesen habe. Ja, es ist... Äh, es ist prinzipiell ein prinzipieller Eingriff in den Straßenverkehr. Also, ja, ja, klar, du projizierst was auf die Straße, ja, was ja jeder sieht, ist klar. Ist. Ja sick. Also, da, also ich habe da schon... Äh, also da wird es noch sicher irgendwann so eine Spielerei geben, dass man sich ähm, per, per äh, Micropayment zusätzliche Symbole kaufen kann und auf die Straßen projizieren kann. Ein Stinkefinger zum Beispiel. <laughs> oder, äh, ja. Oder... Filme auf die Straße projizieren, damit man abends, wenn man heimfährt und wenn es damit so nicht langweilig <laughs> wird, auf der Straße seinen Lieblingsfilm oder seine Lieblingsserie anschauen kann. Sehr gut. Um, na, aber die Idee finde ich auf alle Fälle, die ist Weltklasse. Also ich finde die nicht schlecht. Nein, also weil weil also das, ist schon, ähm, das ist schon sehr cool, dass ich sowas quasi so ganz wichtige Dinge wirklich total präsent habe, weil das das Sieg ist einfach. Ja, ich, ich finde die, find die Lösung mit dem Head-Up-Display und jetzt. Mani, jetzt nicht das so eine reine Projektion ja. auf die Windschutzscheiben, sondern in der Windschutzscheibe verbautes Display. Äh, Finde ich, find ich halt, ich persönlich halt deutlich eleganter. Ja, das haben wir ja viel, ich meine, das ist die billigere Variante, dass hinterm Lenkrad so ein eigenes Display nach oben klappt mittlerweile ja. und da auch Sachen projiziert werden. Ähm, es, ist, es ist generell, ich meine, viele gehen mittlerweile, die ganzen Displays wenn jetzt im Auto alle digital. Das will ja, sollen ja alle Knöpfe weg. Du willst ja alles quasi nur mal digital haben, dass du quasi genau das einblenden kannst, was gebraucht wird. Ja. Ähm, macht natürlich auch Sinn, hat ja Tesla vorgemacht, dass du halt so viel als möglich Software drin hast, die du nachbessern kannst. Mhm. Weil was eingebaut ist bei einem Auto, das tausche ich nicht mehr. Das ist einfach, das kannst du vergessen. Ja, das ist es. D deswegen bin ich eigentlich immer gegen Autos gewesen, wo es Navi zum Beispiel fix verbaut ist, weil, weil du nie sicher warst, ob du jetzt zeitnah Kartenupdates ja, so weiter kriegst. Da, das verstehe ich sowieso nicht. Ich meine, rein von den ganzen ähm, Infotainment etc., sie bräuchten nur mehr das Apple Carplay oder Android Auto verbauen, weil das ist das beste Navigationssystem, das wird einfach abgedatet. Mhm. Und das, ich brauche nicht mehr, weil das kann genauso, das, vor allem hast du das einmal angeschaut, was darf teilweise für Gerätschaften, für ein Navi verbaut sein, das mhm. ein riesige Kisten und Kabel verleg, leider mit du eine Navigation hast und dein Smartphone kann es eigentlich. Das ist es ja. Da muss leider wlan Hotspot in das Auto rein, das ist alles. Ja. Und der soll halt bitte europaweit funktionieren. Oder ja. wenn ich halt wirklich mal woanders hinfahre, dass ich sage, ich kann mir so einen Roaming-Tarif dazu kaufen für eine Woche oder sowas. Brauchst du ja. in Europa ja eigentlich. Nein, mehr. ich sage, sag, ja. wenn ich, sag ich fahre jetzt außerhalb ja, ja. von Europa, also ich ja, sage, ich kann mir jetzt einen Roaming-Tarif für die Zeit dazu buchen. so, so wie die Am ähm, wie bei Amazon, die, 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 die Kindle. Die Zum haben, Beispiel, die, die haben das ja, die haben ja einen weltweiten Tarif genau. für äh, 3G-Netz. Ja. Für kleine. Bandbreiten für kleine ja. Downloads und fertig. Genau, ich meine, in dem Fall bei Das wäre eigentlich die Zukunft, ja. weil du zahlst quasi den Tarif dann eh schon mit dem ja. Auto mit. War du perfekt. sollst du das Auto halt dann 1000 teurer machen, aber dafür kannst du 20 Jahre weltweit 3G ja, voll, nutzen. das war ja der Vorteil, wenn, wenn ich jetzt ja, die, die Option Navi nicht ankreuze, das man ja allein schon 3000 Euro Aufpreis bei Premium-Hersteller teilweise bis zu 5000 Euro. Ja. Ähm, ein Navi um 5000 Euro, was kann das? Beamt mir das sofort von einer Stelle. Nein, es zu kann ja nicht mehr als dein Smartphone. Es ist ja das. Es kann, vor allem, du hast ja im Smartphone wahrscheinlich sogar einen besseren Prozessor drin als im Auto, der das verarbeitet. Ja, im Auto, die Prozessoren ja. sind ja eigentlich. Ist ja eigentlich das gleiche, was so in die Smartphones umher um also nee, Ich glaube, ich glaub, Mercedes hat das jetzt als mal gemacht, dass es Navi, die haben ja jetzt wirklich einmal von Nvidia einen speziellen Chip drinnen, der so auf dem Leistungsniveau von einer Nintendo Switch ist oder sowas. Ja, und Deckraum sind drin. Genau. Oder? Ähm, und das ist ja schon bahnbrechend. Die haben das ja vorher alle nicht gehabt, mhm. wo ich mir denke, ich meine, deshalb merkst du ja auch bei Autos, wenn du irgendwas machst, es dauert ja als ewig. Ja, wenn ich bei meinem alten Skoda ja. ähm, in die Menüpunkte punkte Temperatur, ja. maximaler Verbrauch ja. oder aktueller Verbrauch, das geht flott, 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 ja. flott, flott. Mach das einmal beim BMW. Ja, X1. Ja gut, da musst du zuerst die Animation dadurch fahren. Da durchfahren. Ja, dann mal Animation, dann ja. musst du zuerst einmal einen Knopf finden, mit dem du das überhaupt umstalten kannst, weil alles vollgebockt ist mit Knöpfchen, Rädchen und deshalb ja, gehen sie jetzt alle wieder zum, zum Touchscreen hier, ja. weil das ist. Diese Drehräder, das ist so, als ob du auf der Playstation 1 oder auf dem Super Nintendo deinen Name eingeben hast. Ah, oh. Ja, und genau so kommt man das vor. Weil ich weiß nicht, was sich Leute dabei gedacht haben, aber ich glaube nicht viel. Ja, ja das, das ist immer wieder die, die Geschichte, wenn, wenn Ingenieure ähm, ähm, UI-Design machen. Und <laughs> ja ich glaube das haben der da gleiche Bullshit kommt außer wenn UI-Designer Hardware machen. Ja genau, das ist, ähm, ja, das ist so schön verglichen. Also ich glaube, das haben sie mittlerweile, das zumindest funktioniert bei, halt nicht. Bei Daimler haben sie es anscheinend verstanden, dass das so nicht gehen kann. Ähm, aber ich bin gespannt, es, es scheinen ja, ich glaube, Audi VW jetzt auch äh, VW hat immer Touch gehabt, glaube ich, die haben nie was anderes gehabt. Ja. Aber sie ziehen jetzt eh nach, weil sie gecheckt haben, okay, diese iDrive, MMI und wie sie alle hasen. Es ist einfach leicht like, kompliziert, weil wenn ich alles mit André-Regler machen muss, das bin ich halt einfach immer eingeschränkt. Du bist eingeschränkt, äh. vor allem ist das äh, 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 für die eine sehr ungewohnte Form der Eingabemethode, weil yes, wo hat man das sonst? Ja, wie schon gesagt, PlayStation 1 noch mehr eingeben. Yeah. Das so erinnert mich das. Oder genau. da war das fast noch komfortabler, weil da habe ich mein Steuerkreuz gehabt. Yeah. Und ja, aber nein, es, das Auto ist so quasi. Wir haben beim, beim Nähsystem system angefangen, also mittlerweile so mittlerweile können wir es auf PlayStation 2 Niveau. Langsam. Langsam, ja. also es das heißt, mir ist, es holt auf das Auto. Also in zehn Jahren sind wir dann nochmal auf, auf, auf PS4. Pro Niveau. Ja, das wird da auch nicht besser von der Video. Nein, das stimmt. Also ich hoffe, besser. dass sozusagen diese. Ich meine, man merkt, dass das Smartphone einen großen Einfluss auf die, auf das Infotainment vom Auto hat mittlerweile. Oder auf das Tablet oder wie du es halt noch Mai, Ich brauche im Auto eigentlich kein Infotainment. Ich brauche ein Radio mit Bluetooth-Modul und ich will mein Handy ja, koppeln du weißt, und das du, war's. Weil ich du muss ja in die Zukunft denken. Wenn das Auto selber fährt, was tust du dann noch im Auto? Dann willst du Video schauen. Schlafen. Ja, aber jetzt denk mal. Jetzt mal, du fährst jetzt fünf Stunden. Jetzt schlafst ich zwei Stunden. Jetzt sagst du, noch, jetzt schau ich mir noch einen Film an. Ja, das kann ich auch machen, Ja, kann also, ich mit dem Handy machen, kann ich mit dem. Telefon ja, aber du wirst dann einfach über das Auto machen, weil sie das halt schenk gemütlich anbieten. Es wird alles da sein wie Du es kennst das Auto, kennt die wahrscheinlich sogar. Du wirst eine sitzen und über die Cloud werden deine kompletten Einstellungen runtergeladen werden und das Sitzwerk genauso eingestellt, wie du es kennst. Ja, aber ich will ja nicht, dass die Einstellungen über die Cloud geladen werden. Ich will, dass die Einstellungen im Auto gespeichert werden. Ja, wenn es nicht dein Auto mehr ist, dann muss es über eine Cloud. kommen. Ah, Das ist ja das, wenn ah, jetzt, wenn okay. jetzt, dann muss es ja so daher kämen. <laughs> aber das hat das will ja, das will, will ja Tesla machen, dass zum Beispiel egal in welchen Tesla du einsteigst, dass die kennt. Ja, ist eigentlich eine geile Idee. Ja, <laughs> Ja, ich, ja, ich, ich, ich bin auch konservativ. Auto also ist für, meine, für mich ein reines. Äh, es ist ja Gebrauchsgegenstand, ge -ge -ge Gebrauchsgegenstand. Wir kämen wahrscheinlich eh dahin. Also es ist sozusagen, ähm, Kommunismus zieht ins Auto ein. Wir werden zu, wahrscheinlich in Zukunft leider mal die Zeit fürs Auto zahlen, wenn wir es tatsächlich benutzen. Also Mobilität als Dienstleistung. Ja, aber sagt das nicht. Ähm, dem Herrn und der Frau Österreicher, für die das Auto das Ein und alles ist, ja, dass sie das quasi diese Freiheit äh, nicht nehmen lassen. Ich meine, diese Diskussion finde ich sowieso immer schön, wenn mir einer sagt: Auto ist Freiheit, dann denke ich mir, okay, such mal in einer Großstadt einen Parkplatz, dann weißt du, was Freiheit ist. Ähm, such einmal eine Versicherung mit guten Konditionen. Äh, das, dann musst du Reifen wechseln, es ist Service zu machen, es ist zu machen. Äh, im Endeffekt, ich bin eigentlich in einem kompletten Knebelvertragsverhältnis drinnen, wo ich nicht raus kann. Und das ist Freiheit, okay. Ja, ja eine ja, ja. gute Sicht. Der ja, Idee, also wollen man denke, Freiheit ist wirklich, wenn ich eigentlich tun kann, was ich will und nicht an irgendwas gebunden bin. Aber ja, das Auto ist leider zu hochstilisiert zu. Ja, du, die meisten Leute haben, glaube ich, nichts anderes. Die repräsentieren ihr Leben über ihr Auto? Gibt es gibt, gibt ja. einige, ja. Also, also wollen man denken ja, okay, wenn ich da bin, dann ja. habe ich viel falsch gemacht. Ja. Wirklich. Ich sehe schon, ich wäre in ersten Shitstorm jetzt ern Nein, nein. Okay, das stimmt, die hören das nicht. Nein. <laughs> Aber ja. Du, ja. Wird, ah, du bist ähm, Amazon. Ja, oder? Sesam, öffne dich. Ähm, Amazon hat ja so den neuen türklingel anbieter gekauft. Oder wie hat der Karson? Kauft Ring. Ja, das, das ist interessant, aber es komplett an mir vorübergegangen. Ähm, ja, das ist jetzt auch in Amerika hauptsächlich, dieses Ding. Aber es gibt ja dann auch so europäische Sachen wie ähm, Nuki. Das mhm. heißt, das ist das, was du da auf dein Türschloss draufstecken kannst hinten und da ist ein Batterien drin. Kannst mit einer WLAN-Bridge nachher auch von unterwegs Tür auf- und zusperren. Mhm. Ist relativ einfach zum Nachrüsten, also kannst du es in Selbstmontage machen. Ja. Und das, was mir eigentlich bewegt hat, war an etwas Neues. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Wohnblock wohnst, dann gibt es noch jetzt Nello. Und Nello, wenn du in einem Wohnblock bist, hast du ja meistens uh, so eine komplette Türschließanlage, mhm. wo du oben auf den Wasserdrucksch und unten geht die Haupttür auf. Genau. Und du kannst das sozusagen zu deiner Sprechanlage dazu stecken und kannst dann quasi so per Fernzugriff die Haupteingangstür zum Wohnblock öffnen. Aha. Und dann in Kombination mit einem Nuki als Beispiel brauchst du keinen Schlüssel mehr. Weil. Ich mit dem Handy auf, du sperrst mit dem Handy als auch du kannst sogar einstellen, wenn du in einem bestimmten Radius kimmst, dass die Tür öffnet und so weiter. Was mache ich, wenn ich den Schlüssel verloren habe? Da kommt beim Handy leer dann gibt es nur die Möglichkeit, dass du einen Ersatzschlüssel natürlich hast. Wenn ich den verloren habe, dann hast du einfach Pech gehabt. Dann <laughs> stehst ich vor der Tür. Ich, ich finde es, das, äh, das ist das ist für mich so, so ein Kapitel. Man muss sich den Markt erst ausdenken und dann verkaufen. Also wir erfinden einen Markt und dann verkaufen naja, wir nein, das Ich verstehe versteh ihn ganz gut, weil mir Nervenschlüssel, Schlüssel. Mir nerven Schlüssel extrem. Ich suche sie immer. Okay. Ähm, ja. Zweitens einmal teilweise, ich bin anscheinend zu blöd, Schlüssel auf einen Schlüsselbund zu geben. Sie verkanten, verkeilen sich. Ja, es ja. passiert mir öfter bei einem Schlüsselbund. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber dann muss ich es da wieder aus dem Ring rausfudeln. Geht mir tierisch auf die Nerven. Also wirklich, tippt mir richtig an. Und zweitens, ich bin ein Mensch, ich habe alles in meine zwei Hosentaschen drin. Ja, ja. Das heißt, ähm, wenn ich mal jetzt in Schlüssel spore, ist das für mich super, weil dann habe ich eine Hosentasche schon frei. Das ist für mich Freiheit noch, eine Hosentasche frei zu haben. Okay. Ja. Also, Und vor allem, mit, wenn du jetzt noch so eine smarte Türklingel hast, dann könntest du ja theoretisch könnt der Postbote oder der Paketdienst klingeln. Du sagst, aha, ist der Paketdienst, kannst du in die Tür öffnen, dass er das als Paket reingibt, mach die Tür zu, du sperrst wieder zu von unterwegs. Ja, das, das ist natürlich ein Anwendungszweck, wo ich sage, den lass ich ihm mein, also Vor allem, ich meine, du kannst ja weiterdenken in Zukunft, dass die Post einen Universalschlüssel hätte, wenn du das dann unterschrieben hast, dass sie das Paket in dein Haus legen können. Hm. Ist ja beim Auto gibt es das ja auch schon beim was Auto im Kofferraum. Gibt's das schon, ja, das ist im Kofferraum legen, ja. Ähm, also ist zum Beispiel, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, gerade wenn du jetzt wirklich. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht so wie bei uns da in Lienz überall, dass der Postler quasi dir das Paket vor die Tür legt, auch wenn du nicht da bist mhm. und nachher wieder forsch. Also in Wien würde er das wahrscheinlich nicht machen. Und wenn der Nachbar auch nicht da ist, dann hast du halt wieder den Umstand, du musst zur Post gehen. Da muss wieder eine gewisse Zeit warten, bis du erst hingehen kannst, bis es dann da ist. Ja. Und das ist halt für so eine Geschichte, wird es dann spannend. Ich meine, bei den, also was ich cool finde, bei den Nello ist zum Beispiel, dass es keine batterie braucht. Das ist, glaube ich, wirklich ein Stromding angeschlossen, weil es halt über diese Türschließanlage mhm. funktioniert. Das heißt, bei den Nuki natürlich, da muss die Batterien natürlich wechseln. Das ist eine Sache, die taugt man nun nicht. Weil Batterien wechseln heißt natürlich, ich habe immer die Gefahr, dass in irgendeinem Moment die Batterie leer ist. Ja. Und das ist halt gerade bei der Haustier tierisch blöd. Ja, aber es warnt die schon es vorher. ja, ja schon aber schon vorher. Sagen wir mal, mal, sag mal, du bist vier Wochen Urlaub. Sag mal, der blödeste Fall tritt ein: du steigst gerade in den Flieger rein und dann warnt die das Ding und du kommst erst vier Wochen später wieder hinter und hast keinen Schlüssel mit. Es ja, wird ein schöner Urlaub, weil du machst da vier Wochen Gedanken. Ja, oder du gibst schon vorher schließt. Ja. Das ist vielleicht, ähm, aber ja, also ich hoffe, dass mehr sowas gibt. Aber das Ring ist noch ein im Endeffekt der, der Amerik so ein amerikanischer Hersteller. Von, Die machen von, von, halt hauptsächlich dieses ähm, diese Klingel mit der Webcam drinnen. Aber wer hat das Unternehmen bitte für eine Milliarde Dollar bewertet und? Warum kauft Amazon das Unternehmen für eine ja, Milliarde halt, Dollar? Weil es halt ein Smart-Home-Hersteller ist, das ist halt der nächste riesige Themenbereich. Das ist echt der next big shit, gell? Smart Home wird, glaube ich, groß, vor allem ähm, wirklich Lösungen, die du nachrüsten kannst. Das ist das, weil wenn du ein neues Haus baust, ist ja alles leicht. Ja. Da kannst du ja alles, aber das Problem ist ja wirklich das, wenn du ein bestehendes Haus hast, mhm. da, da wird der Riesenmarkt einfach werden nachher. Ja, wo ich nicht alles Kabel nein, einziehen will. Nein, will ich so ich also du willst du ja nicht. willst das nicht. Das ist genau das. Also da wird das schon richtig. Vor allem groß. die klassischen Häuser, so wie Sie jetzt sind, die sind ganz einfach aufgebaut. Da ist ein Schalter, da geht Kabel zum Verbraucher ja. und fertig. Ja. Äh, es gibt ja schon die, die Bussysteme, wo alle Kabel durch quer durch ein Haus ja. gezogen werden und du kannst das auch noch an jedes Gerät, egal wo du bist, zentral schalten. Ja, genau. Äh, Bussysteme. Aber das hat ja kaum jemand verbaut. Also von nein, ich bin, ich schon gesagt, ähm, das ist ja sowieso eine Problematik: wer baut halt überhaupt noch Haus? Ja, doch, einige. Ja, aber das musst du einmal leisten können. Das ist mal gar nicht so ohne in die meisten Städten. Also ähm, vor allem, das ist eine lebenslange Verpflichtung, was du da Es ist auch im Land nicht günstig. Also nein, es ist nirgends das mehr ist günstig. Nirgends mehr. Also also, die Hausbahn, äh, glaube ich, waren nie günstig. Da ja, es war, immer... es war schon in Relation schon einmal wesentlich günstiger. Jetzt ist es eigentlich utopisch aber vor allem wegen den Grundstückspreisen. Ja, das ist nicht. es also ist ja ein Liens alles Riesenproblem. Du hast horrende Grundstückspreise, ja. ähm, wo du einfach sagen musst, das ist eigentlich nicht möglich, dass du außer da, also, außer du sagst zu zweit, ja, wir zahlen jetzt 50 Jahre lang den Kredit hinter. Ja, aber äh, ist bei den meisten einfach so, nutzt einfach nichts, wenn man sich das Eigenheim sowas haben will, dann muss man sich fast darauf einlassen, 50 Geld, <laughs> Geld hinter. Ja, zu zahlen. aber das, das macht ist mich schon hart. Auch irgendwie ja. fertig. Also, ja aber ja, also Smart Home wird das nächste Riesenthema ich meine, ist ja die ganzen Philips Hue Birnen und das ganze Zeigen ja. Das ist ja ja, ich habe mir mit dem ich habe einfach ein bisschen keinen Bedarf gehabt das Einzige was ich habe ist also eine, fern, eine fernsteuerbare Steckdose die sind cool die vom TP-Link die sind super ja also es ist ziemlich, ziemlich cool, kleines Kistel kostet 40 Euro da hängt meine Wetterkamera drauf ähm und und übermittelt man halt, zeichnet halt den Verbrauch auf, genau, ja. Da müssen wir mal ein bisschen ausrechnen können, was sie halt an Strom braucht für die Wetterkamera. Ähm, sind 4 Euro pro Jahr, also ja. gar nichts. Und wenn ich halt mal unterwegs bin, uh, der Raspberry Pi hat irgendeinen einen Bug oder ist eingefroren, das und ist kann ich von, von der Ferne die, die ausschalten, Strom weg, Strom ein und läuft wieder. Richtig, na no, das, ähm, das ist echt praktisch, also, das, das ist sehr angenehm, ja. Also das sind so Dinge, ähm, gleich wie diese ganzen smarten Thermostate oder sowas, finde ich auch super, wo du per Fernzugriff dann tatsächlich die Temperatur regeln kannst. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel wirklich gut, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt zwei Wochen weg, trage die Temperatur auf 16, 15 Grad hinter und sage einfach zwei Tage vorher, bitte wieder 20 Grad, mhm. danke. Ja, also das wird bei mir sogar demnächst wahrscheinlich Einzug finden ins, ins Haus, also die ähm, komplett Funk für die Ansteuerung der, der Fußbodenheizung in die einzelnen ja. Räume und das über Web-Interface und, und Fernzugriff. Ja das, das ist super also da ich bin nur noch beim überlegen wie ich das dann äh, entsprechend absicher äh, im, im Heimnetzwerk weil du da weißt das ist kein Dienst den ich so gerne von nach außen freigebe aber da habe ich schon ein paar Ideen dass ich das einfach über einen Umweg über einen Server mache. Also kann nicht von außen nicht den ja. direkten Zugriff auf, ja. auf die Hardware, sondern von außen nur wie gehabt einen direkten Zugriff auf den Server. Ja. Und dann tue ich per Fernzugriff am Server die, die Demonstrate okay, okay. steuern. Okay, ja, das geht da Weil ich mag einfach keine Ports keine freigeben, wo ich nicht weiß, was passiert oder welche Protokolle werden da gesprochen und so weiter und so fort. Ach so, ja, ich meine, gut, schlimmstenfalls kann jetzt einer die Fußbodenheizung regulieren. Ja und mir dadurch sehr hohe Stromkosten äh, äh, entstehen lassen, weil, weil, weil die Pellets dahin bröseln. Ah, du hast ja Pellets Noch nicht, aber wird vielleicht dann sein, ja. Ah, okay. Weg vom Öl. Ja, weg vom Öl, ja. Ich meine, geschehen, wir haben da neben uns einen Sponsorkosten. Ja, Stadtwärme ist ja auch nicht sonderlich günstig, ja. Wohl ist ist wirklich ist okay, also ist ja okay. okay, also ist vor allem das Angenehme ist bei denen, du musst dich halt um nichts kümmern. Ja, das, also das heißt, du bist billiger als, also bist, du bist nie teurer als Öl und ähm, dieser Kosten da, der kehrt quasi der Stadtwärme und wenn da was defekt ist, da schon seh das. Hm, also ja. heißt, du musst dich um nichts kümmern und das finde ich schon angenehm das ist, das ist natürlich ideal. Ja. Weil du brauchst nicht sagen, ja, jetzt muss ich zum Beispiel bei, bei, bei einer zeitung natürlich, ja, ich muss Pellets nachkaufen. Hm. Ja, um, weil das ist ein Anruf oder eine Bestellung per E-Mail und dann wird es geliefert und fertig. Das ist jetzt keine Hexerei nicht wie ich gesagt ich würde es wieder vergessen ich kenne mich ja ja aber. Okay. <lacht> <lacht> wenn man wenn man so vergisst mich nicht ja nein, einfach, das sind so dinge die interessieren mich ja gar nicht das ist für mich total was langweiliges weil Pellets bestellen ist jetzt kein uh, so geil Pellets bestellen ja aber mein, ich, 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 ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt dafür ein fetisch entwickelt hätte. <laughs> aber, aber es sind halt sachen die ich gemacht werden müssen aber Ey, okay ich verstehe deinen ansatz ähm, das sind Sachen, die du für absolut doch, irrelevant ja, betrachtest und deswegen willst du sagen, ja, nicht ich machen. will mich nicht drum kümmern. Deshalb, deshalb wahrscheinlich, wahrscheinlich auch diese Dash-Buttons von Amazon und diese ganzen spor von Amazon so gut, weil sie kämen gut an, weil die Leute einfach sagen: Ja, ich will mich nicht drum kümmern, ich denke nicht Ich drüber. will nur den Knopf drücken, ja. damit es bestellt wird. Eh, ich meine, noch besser ist das Sport, aber wenn du deinen Verbraucher mal hast, dann kannst du zum Beispiel die ähm, Küchenrolle, Taschentücher, das kannst du ah. alles nachher so im Ding-Intervall kämmen lassen. <laughs> Herrlich. Ah. Folgt man nach wie vor. So faul kann ich gar nicht sein, dass sie dass, dass, dass dass ja, Willst du wirklich über Küchenrolle das, nachdenken in deinem Leben? Ja, aber wenn, wenn ich sehe, die Küchenrolle gehen aus, ich mir das auf, auf, auf unsere ja, jetzt, das Einkaufsliste am das Handy. Das ist bei mir dann genauso. Ich sehe, dass die Küchenrolle leer ist, ich vergisse die 27 Mal im Supermarkt. Mindestens. Und <laughs> dann habe ich nie Küchenrolle. Und ich ärgere mich jetzt Mal, dass ich keine Küchenrolle habe, aber vergesse immer wieder zu kaufen. Das ist ein Teufelskreis. Da kommst du nie mehr raus. Hm. Können wir zurück zum Ernst? Ist mal mit Alufolie okay. neulich so gegangen, also mit der mit der Küchenalufolie da zum Kochen. Hast die Alufolie da, hast die anders? Alufolie? Hast die, die Alufolie? Ja, die, ja ja. Aus Alu. Das ja, ja glänzt. Ich, genau ja, die glänzt. Das ist Alufolie. Ja, ja, ist Alufolie. Ich war nicht fähig, diese blöde Alufolie und ich habe jedenfalls gesagt, ich muss mal Alufolie kaufen. <laughs> ich habe immer vergessen. Immer. Na, deswegen habe ich eine Einkaufsliste. Ja, für Einkäufe denke ich mal. Da, da fördere ich ja nur mal Dummheit nach. und Das sage ich so quasi, dann schreibe ich es mir auf und dann vergiss ich es ja auch wieder. Ja, aber indem du dir das alles automatisiert zuschicken lässt, ähm, förderst du ja dein, dein, dein ich Nachdenken. In der, ich, kann in der noch Zeit, ich kann in der Zeit ein Buch lesen. Okay, so, jetzt gehen wir <laughs> zum nächsten Thema. Das wird mir jetzt zu bunt hier. Oh. <laughs> uh. Captain Obvious hat zugeschlagen. <laughs> Den, Captain Obvious habe ich am liebsten. Ja, ähm, AMD-Prozessoren haben Sicherheitslücken. Ähm, ist vor knapp einer Woche ist äh, bis dahin unbekannte äh, Sicherheitsbuden daher Und hat, ja, hat gearbeitet, wie man es eigentlich nicht erwartet. Normalerweise, wenn man, wenn man so ein Sicherheitsunternehmen einen Fehler findet, wird der Hersteller informiert. Yeah. Dann kriegt der Hersteller mal ein paar, ein paar Tage, ein paar Wochen Zeit, ja. um sich das anzuschauen und, ähm, und um das Ganze zu regeln, bevor der Weltöffentlichkeit gesagt hat: Oh, uh, da gibt es eine große Sicherheitslücke und die ganzen Hacker sich das dann, ja, die, sich dann die, die Nütze, äh, eine Lücke zunutze zu machen, die ausnutzen. Ja, ein CTS, irgendeine Sicherheitsbude, hat das nicht gemacht, hat AMD eigentlich nur 24 Stunden vorher äh, Bescheid gegeben. Da gibt es eine Richtig, Lücke ja. und dann haben sie, haben sie die Paper veröffentlicht, da und da und die Lücke. Ja. Ähm, ist in der Presse ein bisschen Zwiegespalten aufgenommen worden. Die anderen haben sofort wieder ein zweites ähm, Spectre. Genau, ja. Das äh, war die Intel Spectre und Meldung gesehen. Und die andere Seite der Presse hat, hat sich gedacht, oh mein Gott, da will jemand den Aktienkurs manipulieren ja. und jemand will AMD ordentlich ans Bein pissen. Ja. <laughs> so. Zweiteres ist gar nicht einmal so weit hergeholt gewesen, weil, weil es da dir eine, so eine unternehmerischen Verstrickungen geben hat. Unter anderem von einer Marketingagentur, die schon ein paar Mal ähm, auffallen ist, dass sie äh, Nachrichten ausgeben haben, die zu Kursmanipulationen geführt haben. Aber sei jetzt einmal dahingestellt, weil AMD hat jetzt zugeben okay, ja, ist blöd Gong, wir haben Sicherheitslücken. Ja. So, jetzt ist die Sache aber nicht ganz so trivial und beziehungsweise nicht ganz so tragisch wie bei, ähm, bei Meltdown und Spectre. Nämlich, um die Sicherheitslücken bei den Risen Re und Epic-Prozessoren auszunutzen, braucht man Rootzugang Ja. Also, man braucht root rechte um die Sicherheitslücken auszunutzen, um sich root rechte zu beschaffen. Ähm, klingt jetzt schon nochmal nicht mehr ganz so tragisch, weil wenn man erst einmal. Admin-Zugriff ja, hat, dann das, hat man Admin-Zugriff. Dann, dann braucht man eigentlich kein Sicherheitssicherheit da, da war irgendwas anders, habe ich das auch gelesen. Da haben sie so einen großen Skandal um was gemacht und dann haben sie quasi gesagt, ja, du brauchst, du brauchst Admin-Rechte. Dann sage ich, Admin sag ich, das alleine schon ist, das ist total uninteressant noch für jemanden aus der Ferne schon, weil Admin-Rechte zu kriegen, ohne dass du Zugriff auf die Kiste hast, ist de facto schon schwer. Ja, im Endeffekt bedeutet das, man muss eigentlich physischen Zugriff ja. auf die Maschine haben, um ja. die Sicherheitslücke auszunutzen. Ja. Wenn man aber physischen Zugriff hat, das heißt, wenn man bei der Maschine steht, dann brauche ich kein Ding mehr. Dann brauche ich keine Sicherheitslücke mehr, weil dann bin ich bei der Maschine. Richtig. Okay. Ähm, ist jetzt ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Ähm, Sie haben das noch ein, noch ein bisschen präzisiert. Ähm, man Wenn man dann den physischen Zugriff hat und Adminrechte hat, kann man ein ähm, UEFI-Update machen mit, an, mit einem gefälschten ähm, äh, Zertifikat und kann sich ein neues BIOS oder neues UEFI einspielen, das manipuliert worden ist. Ja, okay. Und dann braucht man im weiteren Verlauf später keinen. Aha, okay. Physischen Zugriff mehr, sondern hat über das manipulierte BIOS, über das manipulierte UEFI, okay, yeah. Root und Admin-Rechte. Okay, ja. Yeah. Okay, das ist, ist dann jetzt, ja, schon ein bisschen, klingt schon ein bisschen blöder, aber man muss halt erstmal physischen Zugriff auf eine Maschine haben und ähm, wenn man es. Wenn die sicherheitstechnisch es erst einmal so weit gebracht hat, dass ein Hacker physischen Zugriff oder irgendjemand ja. physischen Zugriff auf eine Maschine hat, dann muss man sich eh ein Auditing von einer Sicherheitsfirma mal besorgen, dass ja. es gar nicht erst so weit kommt. Also ich mein, ja okay, jetzt könnte man sagen, bei paar Großraumbüros, okay, da könnte es passieren. Sind die Computer meistens auch ja. Passwort geschützt oder so? Das, oder? das auch, aber wie schon gesagt, da war es jetzt noch im Bereich des Möglichen. Ja. Sagen wir so, aber. Das Problem hast du ja eigentlich immer, wenn man sobald du ID-Abteilung hast und dann Administrator hast, der kommt ja sowieso auf jeden Computer zu ist, und der braucht eigentlich nachher nie irgendeine Sicherheitslücke, weil der kann ja eh überall rein. Ja, eh. Also wenn der, eigentlich ist der die größte Sicherheitslücke, wenn der sagt, ja, mag jetzt nicht mehr. Ja, hat es ja teilweise schon gegeben, das ja. ist ja schon durchaus vorkommen. Ja, normalerweise nutzt man Sicherheitslücken aus, um Admin und ja. RUH-Zugriff zu kriegen. Jetzt. Hat man halt das Sicherheitszüge bei AMD Risen und AMD Epic, ähm, wo man vorher Admin-Zugriff braucht, ja. dann kann man äh, UEFI und BIOS äh, manipulieren und flashen, dann kann man das Gerät verlassen und dann hat man zukünftig über Fernzugriff äh, Admin. -Zugang. Okay, ja. Yeah. Ist jetzt eben vom, vom Anwendungsszenario nicht ganz so tragisch wie Speltdown äh, und Mac Nein, Meltdown und Spectre. Ja. Das aber bleib abzuwarten, AMD will es ähm, relativ flott fixen, ähm, soll sich nämlich im Gegensatz zu den ähm, Hardware-Bugs yeah. von Intel nämlich in Software lösen lassen und dann. Okay, das ist ja dann. Ähm, ja, es ist eben lustig, aber wie du schon gesagt hast, dass es halt ähm, zu einem Zeitpunkt erkennen ist, wo AMD ja auch quasi so ein bisschen im Aufwind war. Das ist sozusagen, es spielt es ist viel komisch. Ja. Das sind so die ersten Meinungen ja, gewesen, ja. dass Intel da vielleicht seine Finger im Spiel gehabt hat und die, die, die Analysefirma, die da, also nicht CTS, die Sicherheitsfirma, ja. sondern die andere, die Analysefirma, die daran beteiligt war, soll ja irgendwie mit Intel eine Verwirrungen gehabt haben und so weiter. Ja, es klingt, es klingt alles ein bisschen fishy, ist aber. Ja, AMD hat es jetzt eigentlich bestätigt, dass es wirklich. Ähm ja, die Sicherheitslücke mag es geben, ja, das glaube ich, aber es ist halt trotzdem, die ganze Vorgehensweise ist halt schon komisch. Also es ist nicht so tragisch, wie es dargestellt worden ist. Na aber es ist halt, ähm, weißt du, wenn du das Wort Sicherheitslücke im Mund nimmst, hast du halt immer schon. Dann sagt jeder, oh je, super, gau. Ja, wenn du das Wort Sicherheitslücke ja. im Mund nimmst, dann wird klar mal ein großer Teil der Menschen nervös meistens ja also das mm. ist um ist eigentlich etwas was 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 er jetzt idea bei idea vielen äh, Menschen wie uns ähm, die werden dann nervös oder da wenn wenn da ja, so Sicherheitslücke, ich, dann dann huh, ich weiß, wenn ich wenn ich daher WordPress Sicherheitslücke oder sowas dann bin ich gleich mal schauen zack 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 die Extension ja. nein, die habe ich eh nicht okay passt passen yeah. dann WordPress automatisches Update yeah. und fertig aber, aber es gibt echt Menschen die die, die die updaten ihre Geräte nicht, ihr Android nicht, ihr Windows nicht, was das eh automatisch macht, aber die haben es deaktiviert, weil. Kannst du das bei Windows 10 überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich ich glaub, bei Windows 10 glaube ich geht es nicht, aber. Ich glaube, das ich war das. Ja, ich meine, ich kenne auch genügend Leute, was sagen, nein, ich mache kein Update. Oder oder oder, oder 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 eine Installation, WordPress oder Joomla-Installation. Ich, ich habe jetzt vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen einmal äh, hat man hat ein Kunde gesagt, ich sollte doch vielleicht mal kurz über seine Webseite drüber schauen, und das war Joomla-Version Joomla 2 irgendwas äh, letztes Update irgendwann 2013 oder 2014. Dann habe ich mal kurz äh, war ich kurz interessiert und mal die ganzen CVEs gegoogelt, ja. was es zu der ähm, Joomla-Version überhaupt von den Sicherheitslücken gegeben hat. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, Leute, äh, bitte schon, Du, das, äh, du das vom Netz nehmen. Das ist die das ist einzige Gefahr. Gefahr ja, das ist, ich, meine, ich verstehe, dass du nicht jede WordPress-Version jetzt mitmachst. Das leichtet mir ja zum Beispiel jetzt noch ein, dass du sagst, wenn du bist auf 4.9, dass du jetzt sagst, 4.9.1 habe ich und 4.9.2 lasse ich aus. So, das verstehe ich schon. Ich meine, auch wenn jetzt einmal die 5er Kimp. Ja, dann, schon. dann muss ich halt damals sagen, okay, ich bin jetzt wieder dabei. Also von 4.1 auf 4.2 oder von 4.2 auf 4.3 und sowas, ja. das sind so die, die, die Releases, die würde ich schon machen, weil du so ja. große Sicherheitspatches drin sind. Aber so Minor-Releases ja. 4.9.1, 4.9.2, ja. ja, ich schaue da in regelmäßigen Umständen drüber und ich habe, auch, es gibt auch das automatische Update bei WordPress, also was wirklich die, die ganz feinen Minor-Releases so... 4, 2, 1, A oder sowas, ja. da gibt es ja auch noch ein, zwei, drei Abstufungen, das die automatisch gemacht werden, weil es ist nichts, wo, wo man sich großartig drum kümmern muss. Nein, ich nicht. das Problem ist halt da, es kann da halt mit, wenn du Pech hast, kannst du halt da die komplette Homepage verschließen. Das, das, ist, das halt. ist das Problem, ja. Also aber das Problem hast du bei den bei die Minor Releases eher nicht. Eher, eher, aber, eher ja. bei den großen Versionssprüngen. Ich mein, ähm, aber passieren kann es immer. Das ist genau das. Wenn, um, wenn, wenn, wenn eine, eine, eine Funktion gedroppt wird, die ein Sicherheitslick ist, aber du die Funktion verwendest, dann könntest du natürlich. Ja, das ist leider das, 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 ist leider das Problem. Aber ich glaube, da ist aber der Homepage, ist, uh, um, da haben die wenigsten Leute wirklich einen Bezug dazu, wie ja. das überhaupt funktioniert, weil das einfach halt blanke Magie ist. Aber wenn wir jetzt WordPress als Beispiel hernehmen, um, da ist ja jetzt eigentlich die Hauptinstallation vom, vom Content-Management-System ja nicht das Problem, weil die ja eigentlich schon gut gereift ja. ist und, und da arbeiten ja hunderte Entwickler, ob, ob angestellt oder freiwillig, ja. dran mit. Das größte Problem sind da eher die Plugins, die. Das natürlich Plugins, sein. die nicht automatisch aktualisiert werden und hui, teilweise schon zu einer Malware-Schleuder -Schleuder verkommen sind. Also, ja, das ist diese Plugins, das. Das ist sozusagen glaube ich, bei WordPress der Fluch und der Segen gleichzeitig. gleichzeitig. Du kannst to total viel machen. Das ist eine große Auswahl. Du, du musst nicht viel yeah. überlegen, sondern. Nein, du musst vor allem nicht coden können. Das ist das. das. Eben, oder du musst dich nicht großartig ja. mit, mit der WordPress-API yeah. oder so yeah. beschäftigen, sondern. Oder mit dem WordPress-Sprache. Yeah. Ähm, der WordPress Die haben ja wieder ja so eigene Coding-Sprache oder yeah. sowas in PHP drin. Musst, man muss sich gar nicht großartig damit ja. beschäftigen, sondern schau, Plugin, okay, installiert und Gerne, einstellen ja. und fertig. Aber, aber wenn man da mal 10, 15, 20 Plugins drin hat und, und es gibt kein Update mehr oder noch ein Update, funktionieren sie nicht mehr und so weiter und so ja, fort. Da dann musst, dann, ich meine, ja, das muss ich schauen. Eh schauen. Also ich meine, es mhm. gibt eh bessere und schlechtere Plugins, es gibt manche, die kriegen eh regelmäßigere Updates ja, geschoben. Auf alle Fälle. Nein, ich bin doch bin bei WordPress eher so in, mittlerweile so in die Richtung so wenig Plugins wie möglich. Außer wenn es sich jetzt nicht vermeiden lässt. Ja, es, es, lässt sich, es lässt sich ja einiges mit Bordmitteln lösen. Genau, so du kannst gewisse nicht. Sachen kannst vermeiden, ja. aber bei WordPress gewisse Sachen gehen gar nicht ohne Plugin. Ich meine, gehen dort alles ohne Plugins, halt der Aufwand steht in keinem. Verhältnismäßigkeit zu dem, was es, was es Plugin ist. Ja, wa, 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 warum eine schöne Bildergalerie neu stylen und neu coden, wenn es wenn's sie gibt? Sie, ja, das ist genau der Punkt. Also. A, warum ein an, an, News, a, wie heißt es? Linksammlung. A Linksammlung ist ja bei WordPress jetzt auch nur noch als als Plugin erhältlich, aber als offizielles WordPress-Plugin. Ja. Warum sollte man sich sowas neu coden, wenn es es eben gibt als Plugin? Also, ja, ja, das ist genau, das ist der das Punkt. Das ist halt genau der Punkt, Das ja. ist sozusagen, wie wenn du sagst, ja, ich code jetzt Excel mal neu, weil ich hätte gerne Excel. Ja, ja, genau, ich hätte gerne Nein. Excel, ich, ich code es mir jetzt einfach mal ja. neu, ja. Das kann man machen. Und da halt dazu, dass ich noch viele doch ein bisschen... Ähm, überbewerten oder seine eigene Leistung glauben sie kennen jetzt doch noch besser noch besser coden als das Plugin ohnehin schon ist das und ist dann erst recht wieder ähm, Tür und Tor also öffnen ist für für Malware-Attacken ja vor allem es ist halt da gerade WordPress du machst halt meistens auch für Kunden teilweise wo sagst ja okay wenn du also ich meine natürlich du kannst sagen ich code denn alles selber ja. der der ist ja auf die auf ewig gebunden der wird ja nie der wird dir ja nie mehr los erstens das, das und zweitens der wird dir ja das nicht zahlen dass nein, du das eh das alles ewig von Grund auf Nein codest na das ist das, das ist teilweise das kann ja nicht einmal das das waren ja unverhältnismäßig viele Stunden das ja. da, da sagt jeder ich spinch also ich ich, ich habe im kopf und Schon ein eigenes Content-Management-System und ich habe es schon skizziert und ein bisschen was aufgeschrieben, Tabellenstruktur ja. und alles, ein bisschen vorbereitet ja. und so weiter und so fort. Aber, oh, aber ich sage da, bis ich das fertig habe, irgendwann in Python vergehen Jahre. Ja. Das, 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 wer, wer wird mir das Zahlen? Erstens keiner, zweitens, bis du es fertig hast, kannst du wieder neu anfangen, weil es out of date ist. Ja, eben. Und ähm, ja. Und vor allem, bis du fertig hast, gibt es eine neue Programmiersprache, die wahrscheinlich besser ist. Ja, eben. Das, das ist ja das Nächste, das ist ja einfach so schnelllebig, das Zeug. Eben. Und wenn halt, wenn man halt was da hat, was funktioniert, dann bleibt man halt auf. Normal. Und, und WordPress ist mittlerweile ja der kleinste gemeinsame Nenner, könnte man fast sagen, bei den CMS-Systemen. Also es, es gibt natürlich bessere, spezialisierte CMS. Ja, ja, klar, gibt es Drupal, gibt alles. Drupal, aber es gibt halt viele schlechtere der halt ja bei WordPress ist halt einfach schön oder was heißt schön aber auch ideal du hast halt eine große Community wenn Fragen und Antworten wenn kurz googeln und du hast äh, viele Antworten zu dein, zu deiner Frage und oder zu deinem Problem ja und eine Antwort wird vielleicht sogar die richtige sein wahrscheinlich ja, ja. das kann ich davon ausgehen dass das nicht ganz so verkehrt ist so, wir sind beim nächsten Thema. Ja, ähm, wo waren wir denn da? Ähm, es gibt einen neuen Browser, ich meine, den gibt es jetzt schon länger mhm. und der hängt mit Blockchain wieder zusammen mhm. und auch mit einer neuen Monetarisierungsmöglichkeit für Seitenbetreiber und Content-Ersteller. Hm. Das heißt, das Ding ist von einem firefox mitgründungsmitglied nennt sich Brave. Das Ding funktioniert prinzipiell einmal ganz wie ein normaler Browser, hat komplette Adblocker und alles integriert, du musst ihm nichts kümmern. Mhm. Also, das heißt, wenn wir da jetzt einmal aus der klassische Seite gehen, wo normal Werbung ist, ist die natürlich nicht da. Mhm. Und das Ding macht noch etwas, und zwar, das hat eine spezielle Funktion, und zwar, die nennt sich Payments. Du kannst einstellen, Jetzt sind wir beim Thema Kryptowährung wieder. Es gibt eine eigene Währung, die heißt sich Basic Attention Token. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen gewissen Betrag in Dollar monatlich auf Dollar lassen in den Browser und dann verteilt der das aufgrund deiner Nutzungsdauer an die jeweiligen Betreiberseiten. Die, aber auch das die müssen das natürlich auch unterstützen. Das ist, das unterstützen. Aber es ist anscheinend sehr leicht, da reinzukommen. Ja, ja, aber das ist im Prinzip noch genau die Richtung, die auf Flatter geht, oder? Kennst du das Flatter, mhm. Micropayment-System, die genau. haben wir auch vor kurzem ja so in die genau, Richtung gestartet. Genau, und da soll das halt wirklich sehr einfach gehen, dass das vollautomatisch geht. Mhm. Also, das heißt, je das, öfter du da warst, desto mehr. Genau, weil es ist jetzt zum Dinge. Beispiel diese YouTube-Problematik gewesen, dass mittlerweile sozusagen YouTube ja sehr teilweise willkürlich Leid entmonetarisiert hat, einfach aufgrund von irgendwas. Ja. Und teilweise ist das wirklich so, das soll, ist zwar anscheinend ein automatisierter Algorithmus, der aber noch nicht so funktionieren zu scheint, wie er soll. Und jetzt fliegen da teilweise Sachen raus, wo du denkst, ja, warum eigentlich? Und das ist sozusagen jetzt an die der nächste Schritt, wie du halt als Content-Ersteller eine Einnahmequelle lukrieren kannst. Und es ist halt ganz klar auch gekennzeichnet, das heißt, du brauchst eigentlich keine Anzeigen mehr, wenn du jetzt, sagen wir mal, nur Leser, Viewer, etc. Ja. hast, könntest du die eigentlich über sowas komplett finanzieren. Und das ist so, man Leute, da quasi, hat ein monatliches Budget. Genau, das, das, das wird dann je nach ja. Seitenaufruf ja. Und, und Zeit, du, die man drauf hat. Du, du kannst ja, glaube ich, einstellen, welche Seiten nachher rausgeschmissen werden. es ja. also, also, muss nicht jedes sein, aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, hey, was weiß ich, mir ist es das Wert, dass ich sage, ich im Monat, sagen wir mal jetzt mal, bleiben mal bei 2 Dollar oder bleiben wir mhm. bei 5 Dollar, ist ja wurscht, schon 5 Euro, dann wird es die wenigsten Leute schmerzen. Und das verteilt sich dann schön auf deine Seite, wo du sagst, ja, die sollen das kriegen, die konsumiere eh so oft 5 Euro sind wir die wert. Ja, ist eine coole Idee. Wird sich nicht durchsetzen. Ich bin aber gespannt. Also, ich... Flat hat sich auch nicht durchgesetzt. Ja, das ist ein Krypto. Das ist. Das ist, das ist ja das. Das ist. Ähm, sobald Krypto oh. dabei ist, ist es ja heutzutage schon. Okay. Ähm, dann wird es sich nicht durchsetzen, dann wird es zwei Jahre funktionieren und dann wird es keiner mehr verwenden. <laughs> ich bin aber gespannt, also ich meine. Man muss auf alle Fälle sagen, ich habe im Browser mal getestet, also er funktioniert problemlos. Na, Brave habe ich auf dem Smartphone eben auch drauf, ja. Also ist er feiner. Ah, bist du schon dabei, ja. Privacy-Browser, ja. Ähm, und nein, also weil er halt wirklich von einem Firefox-Gründungsmitglied ist, ich meine, und ich hoffe, dass das noch besser wird, dann wird wahrscheinlich mein Firefox Brave weichen. Ja, ist aber chrome basierend Brave, gell? Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Also ich, ich glaube, glaub, er ist chrome basierend ja. Also er baut auf der aktuellen Chromium-Version auf. Okay. Und die ist halt entsprechend ich modifiziert. Aha, okay, also haben sie nicht von Grund auf neu entwickelt. Ich glaube, nicht gehen wir alleine Bei den Settings ist es Settings-Symbol, ja. Preferences. Aha. Steht da nirgends. Ah, about prefer. Ja. Äh, steht natürlich auch nichts dabei. <laughs> naja. Ja, ich glaube, es ist, ist, ist auf Chromium aufgebaut. Okay. Ja, da unten es. Chromium. Ah, 65. okay, ja, okay, okay passt. Ist es also hat quasi die gleiche Basis wie Chrome. Okay. Ähm, ja, aber auf alle Fälle erscheint soweit zu funktionieren. Es gibt Extensions, Plugins, das gibt es alles. Sicherheit ist eine von, es Wichtigste eigentlich, dass wir sagen, okay, wir, wir wollen schauen, dass du so sicher wie möglich durchs Internet kommst mhm. und Sozusagen ein Beitrag zum Thema Kryptowährungen, ja, ja. dass man den auch wieder obligatorisch drin gehabt hat. Jetzt nicht gut, da. genau. Wir, sch wir schauen in fünf Jahren, ob es es noch gibt. Ja, genau. Also bei dann in fünf Jahren bei Folge 300.259. 300. Das, das, das <laughs> wird sich einfach nicht ausgehen. Aber ah, zwei Wochen wird es knapp. Wird's knapp ja. 26 Folgen pro Jahr, ja, lass das Rechnerei, so, Gadget Picks, so, jetzt machen wir mal Sendungsnotiz, na jetzt, jetzt brauche ich auch nicht anfangen, nein, das ist schon wurscht, Gadget Picks, do it yourself and be light, ja, die habe mir heute äh, angeschaut, das habe ich relativ cool gefunden, ist, ist echt ein cooles, cooles Spielzeug, vergleichsweise günstig und ich werde es vielleicht nachbauen, ich kenne ein paar, die haben das sogar sich schon so gebaut. Selber gebaut? Ja, die haben sich, aber ohne die Anleitung, glaube ich, aber die haben sich das halt selber zusammengecodet. Man kann sich sowas auch mit einer kleinen, mit einer kleinen Kamera bauen. Genau, ja. Die Kamera, die das vom, vom Fernseher. <laughs> also, nehmen wir kurz mal erklären: kleinen Light. Ähm, die Philips-Fernseher haben das ja lang gehabt oder haben, haben sie das immer noch immer haben sie Die, die haben das immer noch gesagt, die einzigen Fernseher, glaube ich, die das haben. Oder gibt es da andere? Philips hat halt einfach die perfekte Kombination, weil sie haben halt die ganzen Lichtsachen seiner sein halt ja. quasi in der Fabrik drin. Ambilight ist ähm, quasi so eine Erweiterung vom Fernsehbild. Ja. Nämlich, dass rückwärtig am Fernsehen eine, eine LEDs montiert sind und die ähm, entsprechend dem Bildinhalt am Display ähm, hinten auf die Wand noch ein Bild abstrahlen. Genau. Ähm, schaut erstens einmal... Lässig aus und beim Filmschauen ist es echt. Es, es, meiner Meinung nach bringt es noch ein bisschen mehr so eine Art Kino-Feeling eine, weil, weil die Wand und, 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 und das, das Bild ja, ja, es wertet, es ineinander ist, verschwimmen. Es ist, es ist sehr angenehm zum rausschauen. Ja, also, Und ähm, ich habe da einen Artikel verlinkt von PowerPie.de, ähm, wie man sich sowas selber bauen kann. Und es ist jetzt eigentlich keine große Hexerei. Ähm. Man braucht einen USB Video Grabber, also ein, ein, ein Gerät, das das Audios, äh, Videosignal auswertet und per USB an einen Raspberry Pi weiterschickt. Man braucht einen HDMI zu AV-Converter, einen HDMI-Splitter, ein paar cinch und ein Raspberry Pi und, und ein bisschen Software und dann funktioniert das. Und das ist jetzt eigentlich. Also mit 100 Euro. Mit 100 Euro hat kann man, kann man sich das nachbauen und, und und halt also Stripe halt noch, aber die kriegt man auch vergleichsweise ja, ja, so, günstig. Sag mal 100 Euro. Knapp 100 Euro hat man da echt eine, eine lässige Spielerei, um seinen Fernseher aufzuwerten. Funktioniert ein, und, funktio und das Teil funktioniert jetzt ähm, bei allen Eingabegeräten, also bei allen Eingabesignalen, ob es jetzt Konsole, Blu-ray Player oder äh, DVD Player oder irgendwas ist wird einfach nur zwischen Fernseher und, und dem HDMI-Kabel, das zum Fernseher läuft, dazwischen geklemmt. Bild wird gesplittet, ausgewertet und entsprechend wird die die werden die LEDs dann angesteuert und projizieren das Bild auf die Wand. Also ich finde das ist echt hübsch. Na, das ist ähm, vor allem ich finde das ja interessant, weil eine LED hat ja eine bestimmte Lebensdauer nur. Ich meine, sie ist zwar relativ lang. Ja, eben. Aber wenn es einmal wirklich kaputt ist, oder Defekt ist, kannst du brauchst du einen LED-Stripe tauschen. Genau. Muss man ein bisschen was umlöten ja. oder abschneiden, noch anlöten, fertig. Also Also das ist da. Ja ich meine, du kannst ja einen ganzen led tauschen, theoretisch. Ja. Also weil dann brauchst du nicht sagen, ich will jetzt gar nicht löten, sondern ich nehme einfach einen kompletten neuen LED-Stripe. Her. Ja, aber der, der ist ja zum Anlöten, also der Stripe. Der, ah, der musst du auch mal der wird da einmal angelötet, okay. ja, auf, auf beim Raspberry Pi. Aber okay, okay, okay. Aber ja, also ziemlich machbar. Also machbar und ziemlich okay. läs lästiges Teil. Also für das ist wieder mal so, so, so ein Maker oder Hacker-Sach, ähm, wo man eigentlich wow, auf sowas muss man ja irgendwie erst einmal. Ich habe schon gekannt. Ähm, also es haben schon ein paar gemacht eben, ja. was ich kenne. Also es funktioniert da, aber jetzt die Anleitung war hat relativ einfach gewirkt. Also, weil ich bin jetzt auch nicht so der. Ja, also in dem Fall ist es ja relativ einfach, weil du das, das Bildsignal gleich ja. direkt abgreifst. Die anderen Lösungen sind ja das mit einer klaren Optik, mit einer klaren Kamera, die zuerst das Fernsehbild abfilmt ja. und das Bild dann weitergibt an, an, an die Ansteuerung für die LEDs, also auch an einen Raspberry Pi zum Beispiel. Ist ein bisschen schwieriger. Aber ja, klingt ja äh, total überzogen eigentlich. Ja. Also <laughs> ist mit Kanonen auf Spatzen schießen fast schon. Ist in dem Fall fast so ja. in die Richtung, ja. Ähm, aber ja, ist zumindest interessant. Mhm. Ja, wir werden mal schauen. Vielleicht findet ihr irgendwann noch mal die Zeit und die Lust, das nachzubauen. Ja, so also wahrscheinlich bei mir war es eher die Lust, das nachzubauen. Wird sich dann irgendwann in Grenzen halten, weil man auch denkt, ja, Lust steht die voller drauf, weil äh Zeit äh hätte ich keine. Okay. Ähm, gut, nachher fange ich mit meinem Tech oder mit meinem Gadget Pick an und zwar es gibt jetzt einen Heizkörper, der eine CPU und eine GPU drin hat und die Abwärme, was er durch vom Kryptowärmungsfarmen erzeugt, oh ja, Gott, den habe ich noch schnell. Das ein Bullshit, ja. Ja, jetzt quasi kannst du deine Wohnung damit Harzen machen. Ja, aber warum ein Heizkörper? Ja, aber das Ding erzeugt so viel Abwärme einfach, dass ja, es Tim, aber, aber das PC-Case, wo die CPU und die Grafikkarten drin sind, ist eh durchlöchert. Äh, das erzeugt eh durchgehend Abwärme. Äh. Du musst dann wie ein Heizkörper ausschauen lassen. Ah, ja, dann ist es cool. Ja, dann ist es cool. Ich meine, ich glaube, es ist sündhaft teuer. Ähm ja, mit Stromharzen ist es generell halt teuer. Nein, das Ding, äh, ich glaube, der Heizkörper ist sündhaft teuer sogar. Was ja, aber im, aber im Endeffekt 3.600 ja, Dollar. Ja. ja, okay. Ja, im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie ein Case für einen PC in Heizkörper. -Optik. Ja, es sind die Dinge, es sind die Grafikkarten, das ist wohl da drinnen natürlich. Ah. Das ist schon drin, weil sonst weiß natürlich sind oft da ja. ja. aber es ist nichts anderes wie eine es Mining ist Machine in einer Heizkörper ja Schäne ist in einer Heizkörper das ist so schlimm, ja, was, ist was für eine Formen der ganze Hype annimmt. Das ja, ist, ist brutal, das gell? ist furchtbar. Also ich, echt, ich, ich bin echt keiner, der oft in den Kopf schüttelt oder oder schneller mal den Kopf schüttelt, aber aber also so Bitcoin natürlich. und Blockchain do, do, und die ganzen F Formen an. an, an wow, das, ah, also Blockchain finde ich, ich. Das finde ich ein super Thema. Like, ähm, ja, ja das der, der ganze der ganze Schwachsyndrom herum. Der sich da herum äh, aufbaut, inklusive Heizkörper-Case. <laughs> ja? Wow. Oh ja. Also das Wortlein oder kommt wohl noch mehr. Ich, ich bin mir sehr sicher. Also ich warte nur drauf, bis es Sachen gibt, wenn du dass du quasi wahrscheinlich in die Schuhe irgendwas einbaust, dass wenn du gehst, der noch an irgendeiner Währung, was weiß ich. Ich meine, ich warte jetzt nur drauf, bis Fantastic in R in Rennercoin Coin ausbringt oder in in das Coin. <laughs> ja, für jeden laufenden Kilometer oder für jeden laufenden Schritt kriegst du Punkte an äh, um Bitcoin oder so. Äh, Nein, also an, Rand, Coin. an Rand das tomato an Rand Das tomato <laughs> kann, ja. Den du nachher gegen sündhaft teure adidas schuhe eintauschen kannst, wo an Euro Nachlass kriegst. Nein, es kommt sicher noch was Schlimmeres, weil wir wissen, nur die Dummheit der Menschen, äh, das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich, oder? Ja. Hat wer gesagt. Ja, es, ich bin gespannt, wohin die Dummheit noch führt. Das, ja. also, es wird schon noch was kommen. Ähm, Kamera mit 16 Objektiven. Ich habe da noch also eine kleine Spielerei bei die Gadget Picks, nämlich die Light L16 Kamera. Und das ist jetzt einmal, die, die haben quasi den Spiegelreflex und den Spiegellosen, also den SLR und den DSLR. Na, SLR, DSLR. Na den Spiegellosen und den Spiegelreflex quasi den Kampf angesagt. <laughs> Nämlich das ist eine Kamera, wo einfach 16 Objek mini Objektive verbaut sind, 16 unterschiedliche Sensoren, wo die Software dann im Endeffekt das Bild rechnet. Das Bild rechnet. Aber das ist, ähm, das ist wirklich eine optische Kamera oder analoge? Es ist eine optische Kamera. Es ja, ja. sind, sind digitale Vielleicht Sensoren drin. Also es, es ist die Objektive sind tatsächlich real, was da drin ist. Das soll. sind reale Objektive. Okay sind 16 Löcher, ja. unterschiedliche Blenden. Also es ist nicht so wie die neuen Sony-Kameras, wo eigentlich alles digital ist und komplett spiegellos sein. Das meine, die Objekte, ich meine, die Objektive sind immer da. Ich meine, ist sie komplett spiegelloser. Die ist spiegellos. Aha, okay. Die, also ist, man geht die, die okay, ist spiegellos. Genau, genau. Das, das sind so ja. die Objektive, ja. wie sie im Smartphone verbaut sind. Okay, so. okay, ja. Äh, mit unterschiedlicher Brennweite ja. und unterschiedlicher äh, äh, Blenden. Ja. Und... Wenn man ein Foto macht, machen alle 16 Objektive, die in dem Gerät verbaut sind, ein Foto. Und in Software wird das berechnet. Und wie wird dann das, das Endergebnis ähm, ausgerechnet? Ich habe ja da gleich like, gelesen, einen Artikel. Es ist ja sozusagen, die Kamerahersteller seien ja gar nicht zu sagen, ja, brauchen man nicht. Aber wer anscheinend so aufgesprungen ist, ist die Automobilindustrie. Äh, ja. Weil das weil so ähm, dadurch halt einfach die Umwelt besser lesen können. Genau, die ja. Straßenschilderkennung, ja. das, das ganze Das ganze Zeug ist natürlich dadurch ja. sehr interessant. Ja, also das, das. Äh, jetzt ist es so, das Teil war, glaube ich, ehemals so ein Kickstarter-Projekt, oder ja. war halt so Kickstarter-Projekt, kommt jetzt raus, kostet gut 2000 Euro. Für 2000 Euro kriegt man schon echt. Uh, allem, schöne Sony, du, du, kriegst so du kriegst die Sony Alpha 7, die was neu wenn ist jetzt an die äh, kostet 2000 Euro, glaube ich. Genau, du noch. kriegst ja EOS 7D. Mark, ja, du kriegst Mark aber du kriegst die Alpha 7, sogar die spiegellose, Eben, die was ja. 4K und alles kann aufnehmen. Video ähm, also kriegt man kriegt für 2000 Euro schon sehr viel Kamera. Mhm. Ähm, gut, es ist jetzt einmal so eine so, so Spielerei für, für Early Adopter. Genau ähm, die Software soll noch nicht so hundertprozentig gut funktionieren. Ähm, man kennt es von Smartphones, wo Unschärfen hinten eingerechnet werden ins Bild und so weiter und so fort. Ähm, das soll doch auch nicht so hundertprozentig funktionieren. Bokeh-Effekte und so weiter und so fort. Aber ja, man, die Entwickler arbeiten an der Software, die Entwickler arbeiten an, an die Updates und wer weiß, früher oder später wird das die Spiegelreflexen und die spiegellosen ablösen. Das hast du ja eher mal gesagt, dass so eine intelligenten Kameras das für uns, uns noch in die Arbeit abnehmen werden. Ja. Ich bin da als, als Hobbyfotograf eher skeptisch. Aber schauen es wir ist, mal. Es ist schwierig. Ich, ich habe jetzt einmal was Schönes gelesen an gesagt wir vergleichen halt jetzt an immer Spiegelreflexkameras auf dem jetzigen Niveau mit Smartphones auf dem jetzigen Niveau. Immer klar irgendwann werden Smartphones auf den jetzigen Niveau einer Spiegelreflexkamera sein aber die, spiegel die die Frage ist halt das ist halt die Frage wohin entwickelt sich die Spiegelreflexkamera ich meine spiegellos wird sicher die zukunft sein das ist also, also, also da das bin ich mit, mir sehr dass sicher dass nur spiegel drin sein das sicher nicht also weil da ist Sony einfach da haben sie gezeigt wie es geht. also das Sony, Olympus und so hm. weiter, die machen jetzt schon echt geile ja. Ich meine, derzeit ist noch ein bisschen Arbeit. das Problem, sie fress, res, fressen relativ viel Akkukapazität durch das, dass sie natürlich alles digital oder voll elektronisch machen müssen. Ja, der Sucher, ja. Der, Sucher der elektronische, ja. braucht halt Strom. Der ja. braucht Strom einfach, das ist so. Und ähm, der ist halt nicht so scharf wie ein Sucher bei einer Spiegellosen, wo man durchschaut. Ich habe halt, mein Problem mit der elektronischen Sucher ist, ich sehe halt das Pixelraster. Ich sehe es halt. Ja. Ich meine, es sicher noch besser werden. Also, werd sicher besser werden ja. ähm, es ist, ich meine, es ist die schöne Frage, ob irgendwann einfach du quasi leimer dein Smartphone draufhaltest und den Rest rechnet die Software nach. Das ist die Frage, ob es geht. Ähm, ich sage so eine Mini-Objektive, wie es wie so Smartphones verbaut werden, die haben halt physisch, äh, physische Grenz-, äh, physikalische Grenzen. Das ist eh, ich meine, es gibt auch mittlerweile sogar Aufsätze fürs fürs iPhone. Also, ich weiß, ja, ja. Ja, also sogar teilweise, es gibt, ich glaube, da habe ich eh gesehen, der verlangt so 100 Euro für ein Objektiv. Muss glaub ich glaube, ein Käse spezielles fürs iPhone dazu ja. kaufen und dann kannst du drei oder vier Objektive kaufen. Dann hast du einen Weitwinkel? Äh, äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wurscht, habe ich vergessen. Äh, für, äh, wie heißt das? Mikro, wie heißt das? Die Clan-Fotografie, das habe ich nochmal vergessen. Wenn Fischer? Du, nein, ja, Fischer gibt es auch und wenn du so makro Makroaufnahm, ah, makro okay. ja, genau das heißt, es gibt das, es ist spannend, was halt passieren wird einfach. Ich meine, Software wird beim Foto immer wichtiger werden. Das, da wär's ich nicht drumherum kommen, also das wird halt viel berechnet werden. Ja. Das kannst du gar nicht. Ich meine, natürlich, jetzt ist die Frage, stirbt dadurch dieser, nennen wir es künstlerische Aspekt des Fotos? Ja, der stirbt auf alle Fälle. Ähm, vor allem, es hat halt einfach jeder an eine andere an anderen andere, ja andere subjektive anforderungen oder wünsche ein bild ähm, an, manche haben es gern ein bisschen übersättigt von den ja. formen ich habe es immer kommt bei mir immer auf die stimmung drauf und ja. ich tue gerne mal ein bild mal ein bisschen entsättigen farbe ja. außernehmen aber nie ganz ähm, manche haben es gern so richtig schön blumig also äh, nicht blumig äh, leicht verschwommen also also die Kanten schon noch scharf, aber die Strukturen etwas verschwommen. Andere haben es gern wieder ein bisschen nachgeschärft. Ich habe gern ein bisschen so ein leichtes Filmkörnen drin, so ein also so, 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 so Filmkreuseln, so eine leichte Körnung drin. Ja, ist schwierig. Und ich weiß nicht, ob das eine Software übernehmen kann. Weil man kann ein Bild. Wenn man jetzt ein Bild macht von am Berg, von, von irgendeinem schönen Bergpanorama, man hat 100 Möglichkeiten, das Bild darzustellen. Klar, das ist ähm, Und das Fotos. wird die Software nicht abnehmen können. Die Software, wird, die Software wird dir das beste Bild errechnen können, wie die Software findet, dass es am besten ausschaut. Klar. Und das ist auch nur das, was die Entwickler in die Software eingeschrieben haben. Ähm, ja, das, das heißt, das Bild gibt eigentlich immer... Eigentlich ist noch der künstlerische Aspekt nicht mehr beim Fotografen, sondern bei dem Softwareentwickler, der die Filter für das Programm geschrieben hat. Richtig, also im Endeffekt werden wir uns zu, an, zu Mikrotransaktionen wahrscheinlich da auch hin entwickeln dass du sagst, du kannst unterschiedliche Präferenzen für dein Foto nachkaufen. Ja, genau, so in die Richtung, ja. ja aber es gibt es teilweise schon. Ja, ja, also, also das... Äh, ich habe das gesehen für... Wie äh, heißt die Software, wo ich verwendet für Foto? <laughs> <laughs> äh, Corel... Also die unter anderem, ah ja genau, für Aftershot kann man ja. sich auch Effekte noch kaufen, Effektboxen noch ja. kaufen. Also gibt natürlich auch für Lightroom und für Photoshop, dass man sich ja, da ja. komplette ähm, Effektpakete kaufen kann. Du wählt man ganz einfach aus wie am Handy. Ja. Zack, zack, den Effekt und noch ein das Bild draus. Ich im ich mein, ähm, Ja, also. Der künstlerische Aspekt des, des Fotografen und seiner... Und, und seinen Gefühlen, also ja. spielen ja einmal die Gefühle ja. ein. Was hat der Fotograf in dem Moment gefühlt, wie er das Foto gemacht hat? Eigentlich, das fällt heute halt nachher weg. Eigentlich gehen wir so einen ähnlichen Weg wie bei Musik. Also es ist vergleichbar irgendwo, weil Musik ist ja mittlerweile auch. Ja, alles nur noch glatt gebügelt. Also, glatt gebügelt, elektronisch, digital. Stimmenverzerrt, ja. wie nennt man das? Ach so, du meinst, Autotune. Autotune, ja. 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 Ähm, also, es geht eigentlich einen ziemlich gleichen Weg. Ja. Ja, stimmt. Ja, also scha es scha schauen wir so bei Instagram die Filter an. Es ist ja quasi das auto für Bilder. Also, es ist stimmt, alles gleich. Ja. Also, die Bilder schauen ja. Also, jetzt, es gibt bei Instagram schon grandiose Fotos. Ja, ah, ja, aber, ja. aber oft so die 0815-Fotos, wo irgendjemand einen Filter drauf gehabt hat. Na klar, da meine, ist halt der Auto-Tune Es, drauf es ist halt einfach, ich meine, wenn du mit einem modernen smartphone ein foto machst es ist ja nie schlecht das ist ja das es, ist, es gibt ja ganz wenig ich meine das rechnet ja eh schon ich meine klar du kannst jetzt sagen okay das ist nicht gut arrangiertes das bild das schon aber ja, das, die aufnahme das ist, an sich wertvoll ja immer okay. passen also da werden werd ich nicht sagen können, das ist schlecht das ist aber auch schon bei den ja. spiegelreflexen ja. Und bei den spiegellosen ja. so da erledigt die software ja auch schon viel ohne dass du als fotograf klar. was mitkriegst klar sowieso Beta die du dir im Bruchteilen von Sekunden noch schärfen weiß ob gleich ein bisschen... ja ja sicher das es ist ja auch schon so äh, ähm, aber deswegen du wärst mit zwei ähm, mit zwei Kameras also zum Beispiel mit zwei EOS 7D aber mit unterschiedlicher Firmware Version ja, ja vom gleichen Motiv nie das gleiche Bild haben, eh weil sich die Filter und die, die ja, verbauten ja. Nachbearbeitungen immer ein bisschen unterscheiden. Ehe. also Software ist in der Kamera halt definitiv on Chemical. Ja, ist also, eh schon also, drin ja. und jetzt, jetzt ist es halt so weit, dass ja jetzt mit, mit der experimentellen Kamera mit 16 oder 17 Ob äh, Objektiven. Ja. ja, mal schauen, in welche Richtung dass das das nochmal im Endeffekt geht. Ja, jetzt lassen wir uns überraschen. Um, dann gehe ich zu meinem nächsten. Heute haben wir brutal viel Gadget-Wix. Ja, und wir sind schon bei einer ich, Stunde ja, 40. Oh, ja, ich glaube, wir Ich meine, ich, mein, ich mache halt, ich ich mach jetzt den schlechtesten Wortwitz, den ich je gemacht habe. Okay. Gehen wir auf Wolken? Wegen Wolle. Ja. <laughs> man den auf. Ich habe mir zuerst gedacht, du hast dich vertippt. Nein, dann nein, nein das mein, war Dann habe ich einen Artikel das, durchgelesen. Das war pure Absicht. Dann hab ich habe mir gedacht, das ist so cheesy, dass ich ihn schreiben muss. Ja. Ich glaube, wir sollten eine Wort einführen, wer am Jahresende die geschissensten Headlines geschrieben hat. Nein, <laughs> da bin ich chancenlos. <laughs> ja, ich weiß, ich bin gut drin. Ähm, das ist, aber ja, ähm, nein. und zwar auf alle Fälle, das war glaube das war die einzige Facebook-Werbung, die ich in meinem Leben gekriegt habe, die mich begeistert hat. Ich habe mir die Schuhe sogar gekauft. Noch, muss ah, cool. sagen, ich habe sie sogar an. Ähm, ah cool. Ähm, und zwar der Schuh ist komplett aus Merino Wolle, mm. ist von Gießwein in dem Fall. Und es ist wirklich, ich habe den Schuh bestellt klar. Ich habe zwei Größen bestellt, einen hintergeschickt, weil ich nicht wusste, welche, weil ich bei meistens in der Zwischengröße drin. Ja. Und, ja das ist eh jeder. Ähm, und da habe ich den bestellt und ich bin in der, glaub ich glaube, es ist in Fall der 44er, bin ich eingeschlafen und Perfekt. Und du hast es seitdem nie mehr ausgezogen. Na, seitdem schlafe ich drin. <lacht> <lacht> ähm, und du kannst ihn sogar in die Waschmaschine hauen. Was? Echt? Ja. Du musst ihn dann leid trocknen lassen. Ich bin von den Schuhen. Ich muss sagen, ich habe sonst immer Probleme gehabt, Schuhe zu finden. Also für mich war das immer schwer. Ich weiß nicht, ich habe anscheinend einen komplett deformierten Fuß, keine Ahnung. Ich sag's jetzt auch mal so. Also ich, für mich ist es echt schwer, Schuhe zu kaufen. Und ich hasse das Thema wirklich. Okay. Also, sie hasen Merino Runners, glaube ich. Ähm, ja, hasen so. Gibt es in unterschiedliche Formen. Und ich muss echt sagen, der ist top, der Schuh. Der ist echt top. Ja, ich bin ja vom Merino, also von Merino Wolle, ähm, recht begeistert. Ich habe hab so ein so Longshirt zum Wandern aus Merino Wolle. Ja, ja das glaube ich da, sofort. Ja. Also, es ist so angenehm. Aber man schwitzt, es trocknet so schnell auf. Wenn, wenn man halt jetzt ein Bäuschen einlegt und riecht dann wieder richtig trocken, es stinkt aber gleichzeitig nicht. Ja, genau, das ist, also, na, das ist, schon, das ist schon cool. Also das muss ich sagen, den Schuch, Also ich glaube, wenn man jetzt der zweite rückerstattet wird, wäre ich mir noch einen zweiten bestellen einfach. Weil ich habe den Fehler einmal bei einem Schuch gemacht, der war so perfekt war. Ja. Und da hätte ich mir, glaube ich, eigentlich sieben Bar kaufen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich bis mein Lebensende Ruhe gehabt. Und den Fehler mache ich da jetzt nicht mehr. Okay. Weil ich weiß, dass die den irgendwann einstellen werden. Ja. Ich hoffe es zwar nicht, ich meine. Wenn da irgendjemand von dieswein zuhört, macht den Schuh bitte 350 Euro. Ich meine, so lange brauche ich ihn nicht, aber bitte. Ja, und ich finde jetzt 129 Euro ist jetzt auch nicht so schier, weil das zahlt man halt gleich mal für einen Schuh. Ja, ich habe, wie gesagt, ich zahle, sonst habe ich auch 100 bis 140 Euro für meine Schuhe gezahlt. Ja, nein, ähm, man muss hab, eh fast so äh, viel zahlen, damit äh, man es gescheit ich, hat. Vor allem ich habe einfach das Problem. Ich habe gesagt, ich passe echt in fast keine Schuhe rein. Also das ist keine das Ahnung. Ich weiß. Solltest nicht. du mal mit so einer Salomon probieren? Ich, ich habe hab auch, auch immer gedacht, mir passen. Ich habe ja, immer ich so ewig Schuhe gesucht und war bis sie dann also früher immer so mit Skater schuhe ja. Vans und Ethnis ja. und so weiter. Aber irgendwann haben sich meine Füße irgendwie deformiert. Und seitdem fühle ich mich in, in so eine Salomon, also so, 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 so Trail Run und, und Schuhe eigentlich am wohlsten. Ja, eh, das ist. Aber nee, ich habe zum Beispiel mal. So ja, was sind die Straßen geeignet, oder? Sind, sind die für ja. draußen oder ja. Für ja. Draußen, ja. Also seiner für Sommer und Winter anscheinend geeignet. Ich meine, ich habe generell nie zu so kalte vier sein im Winter ja. nicht. Bei mir ist das wurscht. Ähm, aber na, also ich bin wirklich, das muss ich sagen, ich mag, also über Schuhe habe ich normalen. Ich, das glaube ich ist das längste, was ich über Schuhe in meinem Leben geredet habe bis jetzt. <laughs> ähm, weil das hat mich nie begeistert, können, das Thema, weil ich es ja immer kast habe, aber ich verstehe jetzt, der Schurk ist echt, wo ich sage, okay, super Arbeit, wer das gemacht hat, gut mitgedacht. Wahnsinn, also echt gut. Willkommen bei Plattfuß, dem Schuh-Podcast. <laughs> ja. <lacht> Tja, okay. Das war mein Kommentar. Dazu. Ja, gerne. Herzlich, ja, herzlich ich, gut. Dann. Also, ich ich habe wahrscheinlich schon Plattform. So ich sicher, ich denke, das würde mich wundern, wenn ich kann. Ich Ja, ich habe glaube, ich, ich, ich glaub, habe glaub, hab alles, alles, was man haben kann. Ja, vieles Hobby. Also ist es wurscht. Ich hätte auch gern viel. Und dazu gehört der Retro Stone. Ja, habe ich mir angeschaut. Ähm, die D Idee finde ich cool. Ich finde die Idee insofern cool, weil das ist genau das, was ich mir vor einem Jahr eingebildet habe, dass ich mir das selber mit 3D-Drucker, Raspberry Pi und Display nachbaue. Was ich aber bis heute nicht geschafft habe, weil mir der 3D-Drucker gefällt. Ja, jetzt kann ich es kaufen. Jetzt kann kaufen. Retro Stone, ähm, das ist so eine Art äh, Konsole, so groß wie ein Gameboy. Also. Ja. Für die jungen Hörer unter uns: Gameboy war so wie Smartphone nur mit Schwarz-Weiß-Display und ohne Telefonfunktion und ein Steuerkreuz, zwei und ein uh, und der Select und der Starttaste und, und schwer und Batteriebetrieben und betrieben. riesig große Micro-SD-Karten zum reinschieben. <laughs> ja genau. <laughs> und der Retrostone ist genau dem dem Gameboy von damals nachempfunden, hat aber Farbdisplay, äh, Steuerkreuz, also D-Pad. Vier Knöpfchen vorne, Start, Select und hinten am, auf der Rückseite D auch noch vier Knöpfe. D die, die Knöpfe hinten habe ich leider nicht verstanden. Äh, sind die Schultertasten quasi noch. Ah, okay. Du okay. nicht, kannst du nicht okay. so einhalten. Okay, dann kannst okay. mit, okay. das, mit Zeige und Mittelfinger kannst du die Hinternknöpfe dann bedienen. Ah, okay. Ist für manche Spieler notwendig wahrscheinlich. Ja, und die ganze Sache ähm, läuft auf einem Raspberry Pi, also auf einer Raspberry Pi-ähnlichen Platine. Und darauf läuft der Emulator-Software und man kann seine eigens selbst produzierten oder selbst programmierten Spiele drauf laufen lassen. Ja. Oder wenn man auf Copyright scheißt, natürlich auch die ROMs von Nintendo, Super Nintendo, Sega und solche Spielen. Wovon wir natürlich abraten. Kann man das, das echt machen? Man das kann doch ROMs aus dem Internet runter. Kann man tun. Ich rate aber davon ab, ja. weil. Ja, Nintendo und Sega und die ganzen Unternehmen und die Spielehersteller, die verdienen ja dann nichts mehr dran. Richtig, brav. Und das ist schlecht. Weil Nintendo verkauft immer nur die NES und die SNES Mini, die man nicht kriegt. Ja. Also das heißt, kauft die. Ja. Na, jedenfalls äh, coole Konsole kann man bei Kickstarter fanden. Ja. Ich ähm, läuft noch nein Tag. Mittlerweile haben sie 144.000 Euro eingenommen vom Finanzierungsziel von 30.000 Euro. Es ist eh gefundet. also es von gefundet. Ähm, mit 129 Euro ist man dabei, kriegt man Or Retro Stone Konsole. Um 148 Euro kriegt man die Limited Edition. Ähm, die hat äh, äh, also, äh, hört man vom Game Boy auch damals gekonnt: die teiltransparenten, vorwiegend ah, Cases. Da, ja. Und mehr Speicher. Und ja, und ich bin. ja. Ähm, du bist beim Überlegen, ob man nicht ich hoffe, ich wäre nicht schwach. Ich, ich würde es mal echt gerne kaufen, aber das ist halt im Endeffekt, ah, ich, das, das, das Spiel ja mal zwei, drei. Obwohl, er hat einen Akku, man kann ihn mobil, er ist mobil, man kann du ihn ihn sogar zu einem Bildschirm zuhängen, das PC nutzen. Das, äh, ja, genau, das wollte ich jetzt eh noch sagen. Stimmt. Das, das kann man auch, das habe ich gleich gelesen. Ähm, man kann mit HDMI-Kabel zu und kann man am Fernseher spielen. Meine, er hat, hat oben ja. vier USB-Anschlüsse, kann man noch weitere Controller da, das zu Das finde stecken. cool. Ähm, ich meine, ich muss ja sagen, das Ding fällt mir ja überhaupt nicht. Es ist ja wie die Nachtfenster. Es schaut aus wie ein Gameboy, ja. Hat ein Gameboy mehr. mehr. Also ja, es ist schön, ist nicht. Nein, also stimmt schon. Es ist sonst, die Idee ist super cool. Es ist bottenhässlich. Ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich kann jetzt nicht, wie, das, wie die Haptik ist, weiß ich nicht. Stelle mal... Momentan schaut also das Case schaut eher noch so aus, als wäre es so, so, so 3 d druck aber das ist sozusagen, um es auf einen richtigen Drucker zu übertragen, auf Entwurf gestellt. Ja, also, das ich mein, es, es ist halt funktional design <laughs> sagen wir so. Also, Schönheitspreis wird die Konsole nicht gewinnen. Aber sie hat einen Akku, Akkulaufzeit vier bis fünf Stunden. Man kann zu viert spielen, das man ist, kann wirklich, auf Fernseher das, spielen. Das sind coole Geschichten, wo M ich sage, okay, das ist da, ist, das, ist, das ist mitgedacht. Man also kann das drauf ist. Filme schauen. Ja, ja, und das kann als PC dienen. Und es kann als sogar, man kann im Internet surfen, dienen, ja. weil es hat Bluetooth und, und, und WLAN. Ja. Ähm, Im Endeffekt läuft drauf uh, Cody als, uh, um, als Mediencenter, ja. Re uh, RetroPie. Genau. Ähm, RetroPie ist also, so eine App oder Programm für, ja. für ein Raspberry Pi. Wo, wo man ROMs spielen kann, also unterschiedliche yeah. ROMs, Mario und so weiter spielen kann. Und das läuft alles im Endeffekt auf dem Gerät, auf einem Quad-Core-Arm-CPU. Ja, also es ist. Ja, es ist einfach. Ja, cool. Und 129 Euro war jetzt nicht so. Ne? Ja, schwierig. Ich, ich würde es euch gerne kaufen, aber. Ja, Ding. ähm um das, ja, es ist, sagen wir so, ist schwierig. Ähm, wie stehen wir denn in der Zeit eigentlich? Eine Stunde 50. Oh, vielleicht lassen wir den nächsten Themenblock schieben, auf nächste Episode oder nein, so. Nein, reden wir weiter. Sollen wir den noch machen? Ja, können wir noch mal weitermachen. Okay. Ja, jedenfalls schaut euch das ja. Kickstarter Projekt zu, zu, nem, ähm, zu der Konsole mal an. Vielleicht ist da was für euch dabei. Ich bin schwach beim Überlegen und vielleicht warte ich ab. <laughs> ja, warte mal ab. Schauen wir es. Kommt ja ein Handler. Es, es, es wird noch ein Distributor geben. Kims ins Geschäft. Da ähm, dann haben wir es vielleicht dann noch mal in den Augenschein nehmen. Schauen wir mal. Kann schon, ja, ja ich würde gern. Ich, ich bin halt selten einer, der was so blind auf etwas einsteigen kauft. Vor allem bei Hardware bin ich da eher ein bisschen vorsichtiger. Da will ich davor ein paar Tests und Rezessionen das? haben. 129 Euro ist jetzt nicht so wenig. Nein, eh nicht. Das ist, das, ist, um, das steht ich mein, das Risiko ist bei Kickstarter halt immer. Du kannst es nicht angreifen vorher. Yeah. Ich meine, wenn ich bei Kickstarter das also unterstütze, sehe ich das eher einfach als ich, Vorschusslorbeeren für einen, der eine gute Idee gehabt hat. Yeah. Dann sage ich einfach, okay, du hast eine gute Idee gehabt, warum soll ich das nicht unterstützen, damit es mehr so eine Leute vielleicht in yeah. Zukunft gibt. Aber bei dem Design gebe ich noch keine Vorschusslorbeeren. <laughs> ja, ich meine, vielleicht lasst er sich ja nur schöner designen. Mit hm. deinem Budget könnt ihr das, ja das jetzt machen? Ja, Ja, schauen wir mal. Ich meine, klar, ich verstehe, das muss wahrscheinlich im 3D-Druck erzeugbar sein, so wie das. Ja, ich glaube, das wäre also als ist, ist Endprodukt, wenn du jetzt 5000 Bestellungen oder so sein, werden sie sicher nicht mehr im 3D-Druck machen. Da ja, wird es sicher gegossen. Aber zahlt sich bei 5000 Stück ein spritzguss aus? In China geht das recht günstig. Ja, aber Spritzguss, das Werkzeug für Spritzguss-Teil ist recht teuer. Ja, es ist aber auch, äh, ich, auch in China recht günstig. Ich okay. habe da gerade vor kurzem damit was zu tun gehabt. Ja, okay. Es ist bei uns sehr teuer, weil es, ja. es ist das Design vom Spritzguss, ja, die Arbeitszeit so teuer ist. Ja, genau. Ja. Die ist in China halt quasi nachgeschmissen. Okay. Die verdienen dann hauptsächlich am Guss. Okay, okay. Ja, nachher auf nach China. Auf nach China. Ähm. <laughs> um. Gut, dann können wir jetzt zu einem anderen Thema. Und wir können es ja einfach kurz halten. Wir halten es kurz. Wir ja. halten es kurz, weil Politik ist sowieso nicht unser Ding. Da können wir sowieso vom 100. Vom ins 1000. und Ey, drüber wie hinaus. Ich gesagt, aber ich, ich glaube, es ist wichtig, dass das vorkommt. Ähm, also vor allem die zwei Themen, die, die, die für sich schon so bizarr sind. Also ganz ehrlich, das erste ist ja wechselt zu Novomatik. Also. Wenn man einer sagt, das ist ein, Sch das ist ein Witz gewesen. Ich meine, die Tagespresse hat ja eins zu eins so abgedruckt. Ja. Die, weil du kannst nichts mehr dazu sagen. Nein, du, du brauchst nichts, es ist einfach fertig. Die, 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 die Realität ja. ist, ist, ist von der Satire eingeholt worden. Ja. Das ist unglaublich, sowas. Ja, also. Ja, vor, vor allem ist Verhalten von der Frau, weil da gibt es ein interessantes Video von, o also von irgendeiner ORF-Sendung ja. auf YouTube, das Zuma gespuckt ja. hat. Der hat vor ein Jahr noch Novomatic quasi als den Teufel hingestellt. Ne, ja, vor allem, es ist ja das, wenn Novomatic verantwortungsvoll wirtschaften möchte, müssten sie zusperren. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, wie Novomatic sagt, okay, weil es ist das Problem. Glücksspiel ist ein Glück und ein Spiel dabei. Und ja. wenn du süchtig danach bist, dann hast du ein Riesenproblem. Weil ja, also gewinnen kannst du nicht. Also es gibt ja nicht das, dass du da gewinnst, weil es macht der ja Automat keinen Sinn. Ja. Yeah. Also, das ist schon das Erste. Und das Zweite ist nachher noch Rauchen mit Freiheit zu assoziieren und deshalb das Rauchverbot zu kippen. Und jetzt, ich meine, neueste Erkenntnisse: ÖVP und FPÖ würgen einen Untersuchungsausschuss zur, wie heißt das, BVG? BVD. BVD-Affäre ab, wo ich mir Aha, Freiheit ist sehr vage definiert. Bei <laughs> also, gratuliere ich. Äh, ähm. Rauchverbot haben sie übrigens halt gekippt. Oder? Ja, ja, ist sicher, klar. Ich meine, oder gestern, gestern oder heute haben sie es gekippt. Das ist ja so, wie, da kommt ja dann immer der tolle Vergleich mit dem Schnitzel. Du darfst ja da nicht? Man, Natürlich, wenn ich jetzt ein Schnitzel ist, da schau ich dir ja unheimlich damit. Ja. Das ist, macht dich hin. Ja, macht mir auch fertig. Ja, also macht, aber wie schon gesagt, wenn der Anna so quasi neben dir da den Dunst in die Nase blast, ist okay. Ja. Also. Ja, die Definition von Freiheit ist, ist äh, bei der aktuellen Regierung ja, sehr eigen. Wenn es bei sennere Interessen ja. liegt, nachher ist schon okay. Also aber Freiheit hält dort auf, wo die Interessen der Regierung berührt werden. Richtig, also und genau da. Also, ja. also und ähm, wie schon gesagt, noch was Lustiges, energetische Reinigungsring, Krankenhaus Nord. Das hat 95.000 Euro gekostet dafür, dass er so also eh so schwurbler. <laughs> Das, das Gelände des Krankenhauses Nord energetisch rein. Aber bitte, ist, der, der Witz war ja dann nur, dass dieser von der Innung, ich meine, dass das bei der Wirtschaftskammer eine Innung hat, das möchte ich jetzt gar nicht, da sage ich nichts dazu. Weil das Wifi bildet sogar Kurse ja, an. Äh, also dass die, dass, dass, dass die eine Innung dazu haben, ähm, da denke ich mir, der sagt nur, der war nicht Mitglied der Innung. Ja, was ist denn besser, wenn der Mitglied von der Innung ist? dann nimmt man halt ein elektronisches Dashgerät her, das so fein eingestellt ist, das nimmt von einem Grashalm die Strahlung war ja. also also wie ich das gelesen habe, haben wir gedacht, das kann es ja nicht sein. Aber ich muss auch sagen, Respekt vor dem Typen, ja, das dass der das verkauft hat, das dass ist, der das Geld kriegt. Aber, krieg aber hat. liest er denn sein Ding durch? Der ist klassischer Autoverkäufer zuerst gewesen. Yeah. Das ist es sein, das sind ja nur gute Verkäufer. Das ist es die, geht, geht die darum, die, die sind skrupellos irgendein komplett abstrusen Schwachsinn zu verkaufen und haben kein schlechtes Gewissen dabei. Finde ich, ist is legitim. Blöd ist nicht der, der es verkauft. Nein, ey, blöd ist immer der, der es kauft. Blöd ist immer der, der es kauft. Und in dem Fall irgendeinen komischen Projektmanager in irgendeiner Abteilung. Ja, aber bitte, das ist ein Krankenhaus. Das basiert auf, es ist evidenzbasierte Medizin. Und ein ja. Reinigungsring. Ja, aber die projektleit können die, die, nur weil es ein Krankenhaus wird, hast ja, so ja, lange, dass die Projektverantwortlichen ähm, ja, wissen, aber, was Wissenschaft ist. Ja, aber wer stellt so eine Leit ein? Wer segnet sowas ab? Ja, das ist das Nächste. Ich meine, das kann nicht eine Person, glaube ich, entscheiden. Das geht ja doch gar nicht. Ja, bei 95.000 Euro wird das fast nicht mehr möglich sein, oder? Ja, ich weiß es. Oder war das? Ist das die Grenze? Ist 100.000 das, was jemand absegnen muss wahrscheinlich? Ja, das ist, äh. Ja, Krankenhaus Nord ist eher so ein eigenes Kapitel, weil <laughs> wann hätte es fertig sein sollen? 2001? Ja, wahrscheinlich. Ja, ist wie bei der Berliner Flughafen. Ja, ja bekannter von mir arbeitet dort draußen. Ähm, ja. Er ist ähm, irgendwo im Projektmanagement-Bau tätig. Ist er energetisch gereinigt jetzt? Ja, jetzt schon. <laughs> okay. Und der hat mir noch erzählt, dass es da schon ein bisschen ähm, ja, merkwürdig. Merkwürdige Entscheidungen gibt, aber das hat er mir nur so nebenbei einmal erzählt. Also kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, aber, das, 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 aber es passt jetzt gut. Also die Geschichte hat seine Erläuterungen eigentlich ja. wieder bestätigt. Nein, vor allem, das Witzige ist eigentlich, dass man muss einmal denken, wie lange das eigentlich unentdeckt bleibt, sowas. Ich meine, jetzt musst du ja fragen... Wird nur so schwach sind beschlossen? Überall, also ich glaube, der Flughafen BER ist deswegen noch nicht fertig, weil, weil, nicht die, weil, weil sie noch keine energetische Reinigung gehabt haben. Genau und deshalb sind die Fernseher hin. Waren ja jetzt so also schon. die Fernseher, nein, die, die, weil es muss dauernd warum weiß ich nicht, als Stromzufuhr seine Jetzt haben die Fernseher da und an und jetzt haben die das Ende ihrer Laufzeit erreicht. Jetzt kannst du alle Video-Terminals tauschen. Das. Also, der, auf der Flughafen ist das reinste Katastrophenprojekt. Also. Das, das verursacht so viel Schmerzen in mir. Das, <laughs> ja. Na, halt, halt mal das Politikthema. Ähm, ja, es, las, es, äh, es ist kurz Lass mal es dabei. Es wird einfach nur absurd. Das Witzige ist ja noch, das einzige ja zum Rauchen und zu der Parlamentsdebatte da, dass man sich da als Gesundheitsministerin hinstellen kann und sowas sagen, ich könnte mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Also, wenn ich das sagen muss, ja. also da lege ich mein Amt hinter vorher, bevor ich das sage. Ja, aber du hast davor geredet von jemandem, der so skrupellos ist und Nein, ey, etwas aber, verkauft. Und aber, 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 Das ist bei unserem Minister also, eigentlich genau das gleiche. Ey, wo ich mir denke, ich mein, du warst genau, du entscheidest was, das komplett falsch ist. Weil das es jeder. Also, das kann man keiner sagen, dass er weiß, dass das nicht falsch ist. Äh, doch. Das die Leute, das haben wir in der letzten Sendung vor zwei Wochen das Thema gehabt. Die, die Leute blenden das einfach aus. Eh, aber die, die, die ignorieren Fakten. Ja, es fertig. Ist, es ist so. Ob sie es jetzt äh. mutwillig machen oder aus oder bloßer Dummheit, wobei das meistens Hand in die Hand geht. Ja, <laughs> ja, ist ja, Es steht, das ist eine böse Verkettung. Du willst ja nicht zugeben, dass du etwas nicht verstehst oder nicht ja, wahr Eben, also, das sehr ist, sehr ist es. Und lass uns. Ich rege mich auf echt ähm, äh, Morgenschwür. <laughs> oh, gleich so schlimm. Ja, ähm, gerne zu was lustigen. Ich habe zwar Spaß, es sei es in dem Fall, ähm, danke, dass du immer für Spaß. Ja, sorgst. ich, ich habe zwar, nochlässig. ich, hab ich hab zwei gute Werbungen rausgesucht. Eine habe ich auf Nein gefunden und noch mal gedacht, okay, da muss ich ein Klassiker dazu dann. Das ist die gute alte Frukade-Werbung. Frukade, Frukade, nein, nein, die, die im Wirtshaus, wo das nennen es doch endlich die Frukade. Ne? Kennst du? Ach ja, ja, okay, das ja. ist der gute Klassiker und der von 9 gag ist, ich, ich, weiß es nicht, wo es Kim, ist zu irgendeinem Verkehrsverbund zum öffentlichen Personenverkehr, ist eine super Werbung. Also, du, ja. musst, du musst mit Ton hören. Man muss es natürlich so mit Ton, weil schauen, das ist der halbe, Sp es, ist, es, ist, es ist herrlich gemacht, also, es ist total bescheuert. <laughs> ich, ich muss mir nochmal mal was überlegen, dass man, dass man das direkt in, ins Recording Equipment einspülen kann. Ja, also das ist, ist sowas, wenn eine Überlegung wert. Um, also, das ist sozusagen ja gut. Also schon weiß, Ton, da das siehst schon mal der Bild jetzt dazu sehen. ja, man und, muss ja. Man, man, natürlich jetzt ja. für, für die Zuhörer ist das jetzt doppelt blöd, äh, weil sie es weder sehen noch hören. Aber ja, schau es, in es ab, euch an, das ist sehr sehr schräg. <laughs> ja, wir kennen sie auf der Facebook-Seite noch einmal. Ja, ja, klar. Also, also, das ist aber ist ja und runter verlinkt und ähm, dann noch ein Spaß. Und zwar, das ist von Google was Neues, Green Screen KI. Es das heißt, jetzt kannst du mit KI. Ein Bildschirm-Hintergrund sozusagen. Jetzt hast du, die, das ist das, eh, was man davor geredet Haben die Filter fürs reale Leben. Mm. Also Google arbeitet da auch dran. Ja, es ist eigentlich sehr gut. Erwarten, Google ja. ist bei KI eh sehr fortgeschritten. Also ist es ja nicht so weit weg. Stimmt, passt. Ähm, dann können wir jetzt zum Schluss. Oh, das wird die letzte Sendung. Okay, dann können wir jetzt zu den Lesepicks. Oder würde ich sagen, oder? Ja, ja. passt. Gehen wir durch. Ähm, ich habe da jetzt eigentlich, eigentlich nur so nebenbei heute noch geschwind oder gestern noch geschwind <laughs> notiert. Vero ist tot. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ähm, kurz, zwischenzeitig ist in den Medien also WhatsApp, Facebook, Twitter, Alternative namens Vero ein bisschen gehypt worden. Ähm, die haben mega Zugriffe gehabt die Server sind stillgestanden ähm, weil für die ersten Millionen Nutzer ist es kostenlos und dann für die dann auch was und so weiter ja. und so fort und ja ich bin da jetzt nicht scheu und schaue es mir aber gerne mal an das habe ich bei den anderen Social Media Sachen ja auch mal gemacht und habe es ein bisschen umprobiert hab's geschaut mal gedacht, ja das ist eigentlich nicht so schlecht nicht so schlecht jetzt zwei drei Wochen später denke ich mir what the fuck es ist halt wieder so, wie überall bei <laughs> den Social Media Dings ist, es sind jetzt nur noch irgend so eine Social Media Spacken drin. Ja, es ist meistens. Ich meine, ihr habt es nicht. Da, da sind keine Menschen, ja. da ja. sind nur Selbstvermarkter und Agenturen drin. Ja, das ist. Das. das was ist da jetzt auf Facebook- und Twitter-Alternative? Ja. Da, es da ist es nichts. Ich meine, das ist. Das, oh, das, nein, du hast es mir geschickt, ich meine ich habe mich dann registriert, weil sozusagen man ist halt nachher, man schaut sich halt echt an. Ja, sicher, man kann es anschauen. Dass, ähm, das ist ich ja habe glaube ich auch Sachen gepostet, das war nachher mein Beitrag zu dem Netzwerk Ja. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Ja, ich habe am Anfang einmal zwei, drei Sachen gepostet, habe da eh viel oder ein bisschen Feedback gekriegt, also ein paar, ein paar Likes. Ich habe jetzt zuletzt nochmal was gepostet. Es ist in ungefähr in die gleiche Richtung gegangen, habe ich nur noch einen Like gekriegt. Ich, ich habe Durchgehend immer merkwürdige Follower äh, von irgendeiner Agenturen oder eine YouTuber oder eine Twitcher yeah. oder irgendeine so Selbstvermarkter und so weiter und so fort. Also, okay, meine Account lasse ich halt jetzt bestehen, weil kann ja sein, dass es noch besser wird. <laughs> Hoffnung habe ich keine. Vero ist tot und so da der, der, der Facebook-Konkurrent, Twitter- und Instagram-Konkurrent, die wollten das alles quasi in Personalunion sein. Ja, sehen Sie nicht, Dat zu einem zu ein sozialen Netzwerk gehört Soziales dazu und da drinnen sind nur Unternehmen, also brauche ich Ja, nicht. Das, ist, das ist, ja, wie ich gesagt, Social Media, das Thema, ist, ich meine, ist jetzt eh durch den Facebook-Datenskandal. Hm, ja, ich wer weiß nicht, warum da alle so einen Aufstand machen, das war mir vollkommen ja, klar. Ich, ich, mir war es auch klar, Leih, ähm, ja. Es ich, ist halt jetzt so, quasi... Äh, jetzt schreien alle. Ich verlasse äh, Facebook, äh, äh, ja, aber das ändert ja nichts. Es, es wird schon seit Jahren so gemacht und das ist äh, jetzt, jetzt der einzige Skandal, der aufgeflogen ist. Äh, das ist, ähm, ich meine, ja, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht, vielleicht kriege jetzt Twitter ein paar Mitglieder mehr. Ach, das ist also, äh, äh, ich, ich war vorbei. so weit, ich habe Facebook abgeschrieben für keine Ahnung 2018, ja. 2019. Es ist immer noch das einzige soziale Netzwerk, was. Weiterhin äh, Nutzer Nutzerzuleg. Eh, sowieso, ja. Äh, Instagram, WhatsApp, äh, ja, WhatsApp ist jetzt kein soziales Netzwerk an sich, aber Instagram verliert ein bisschen, Snapchat verliert ein bisschen, das Musicali, was es da mal gegeben hat, das ist eigentlich schon wieder weg. Das äh, habe ich nie benutzt. Google Plus, äh, ja, das ist ja schon lang weg. Ist schon lang, ist dümpelt halt vor sich hin. Also Google will es jetzt nicht komplett abstechen, aber dümpelt halt irgendwie vor sich hin. <laughs> äh, kurz oder lang, Facebook. MySpace, ja, okay, und StudiVZ und MeinVZ, ja, das sind halt Beispiele, die wirklich große Portale die Untergang sind. Aber Facebook hat jetzt so die kritische Masse. Ja, ja, eh, das ist... Das, das ähm, ist die nächsten zehn Jahre, also bin ich mir jetzt sicher, nicht wegzudenken. Und da kannst das kann kein Konkurrent namens Vero so stante Bede erledigen. Also, da glaube, schon viel mehr dazu. Wenn da einer wirklich Chancen hat, dann ist es wahrscheinlich... Apple. Also, nicht am, nein, Apple glaube ich auch nicht. Was wir Apple hat ja nichts im Social-Media-Bereich. Das wundert mich eigentlich. Ja, sie können Twitter kaufen. Nein, sie können ja selber so Art Twitter-Facebook-Klon ja, das, das, das ist sie ja wohl, oder? Das Ping, oder wie heißt das? Nein, Apple, das so haben sie ja schon lange nicht mehr. das passt so gar nicht zu Apple, weil Social-Media hast immer, du musst offen sein. Also du musst quasi Informationen rausgeben. also ja, Das will ja, Apple ja. nicht. Hm. Ähm, das ist so das einzig geschlossene System, was funktioniert, glaube ich. Ja, das also, stimmt Also, eh, ja. also ich meine, Einzige, was halt bei Facebook eventuell Konkurrenz werden kann, das ist Twitter. Und selbst das, das ist so anders einfach. Das ist einfach so anders. Das ist einfach komplett eine andere Benutzung. Ja. Das ist komplett andere Ort, wie du interagierst. Das, das also, aber äh, wenn, und vor allem, die sind schon so lange nebeneinander. Ja. Koexistenz, die also, werden sich gegenseitig nie zur Gefahr werden. Nein, es ist, es stimmt schon. Also Und selbst Snapchat, ja, ich sehe es Also, das hat Facebook mit Instagram, hat Snapchat quasi. Ja, ich habe jetzt wieder einen, einen Bekannten getroffen, der nutzt das sehr rege, aber er ist halt auch deutlich jünger als ich. Also, von dem das her. Min... Das, das, ich schaffe das nicht. Das ist leicht hin und her wischen. Ich weiß nicht, wo ich. Ich, ich, ich sage, das haben wir glaube ich schon mal gehabt, ja. das Thema. Ich verstehe, ich verstehe das. Das Bedienungskonzept nicht. Ich, ich, ich schaue die App an und weiß nicht, was ich tun muss. Und für mich war das so, so richtig. Allerdings, oh Gott, jetzt bist du alt. Hey, und ich befasse mich echt gern mit neuen Sachen, aber Snapchat habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Das Problem ist, dass ich komme schon dahin, wo ich will. Ich brauche halt leider lang, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hin muss. Ja, und, und, und wenn ich schon überlegen muss, wo ich hin muss, dann, 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 dann verstehe ich schon, was ich nicht. Das, das ist ja, jetzt glaube ich, ist das Konzept dahinter. Nein, Instagram Stories verstehe ich. Das ist fein, ja. weil es schön integriert ist im restlichen ja. Instagram. Ja, genau. Ja. Und oben hast du die Stories und da kannst du durchswipen und wechseln. Aber Snapchat ist ja nichts, ist ja nur so quasi Stories. Und das verstehe ja, ich, ich glaub, nicht. Sie, haben sie nicht ein neues Menü rausgehauen jetzt einmal oder haben sie das oder kommt ah, Also ich, ich habe mir also hab mit Snapchat, ich habe es einmal kurz installiert gehabt, ähm, war nicht meins. Und ja, ich, ich habe dazu eh heute einen Artikel gelesen, jetzt muss ich schauen, dass ich den halt nochmal schnell finde. standard.at web weil da haben sie ähm, eben das, was ich davor angesprochen habe, haben sie es kurz durchgesprochen. Die Entwicklungen bei sozialen Netzwerken, ah, genau, ja genau. Ähm, da haben sie nämlich äh, Safer Internet AG. Ja, äh, cool. Safer Internet AG. Ah, cool, dem ähm, haben sie eine Umfrage unter 400 Mädchen und Burschen im Alter von 11 bis 17 Jahren gemacht. Ist jetzt nicht unser Zielgruppe. Wir sind knapp draußen, wir sind knapp drüber. Und da haben sie halt immer so durchgefragt, was nutzt sie eigentlich. Und 84 von ihnen, ähm, 85 Prozent nutzen WhatsApp. Ja, okay. ich ja, finde die klar. Ein ist gering und Bedienung oh, oh, ist total. Oh, oh, einfach. Ich, das, ich verstehe, ja, warum ich verstehe, ja, heute bis heute nicht warum sich WhatsApp je durchgesetzt hat. Ich kapiere das. Weil es aus erster Dauer? war? Ja, weil es hat ja ICQ und sowas schon viel vorher. Das war genau das Gleiche. Ja. Ich, ka ich kapiere es nicht. Also ich kapiere es bis heute nicht, was an WhatsApp geil ist. ICQ, AIM und die ganzen Sachen, die waren da einfach zu früh Eh, aber... Das ist von Nerds genutzt ja, worden, gleich äh, wie die, wie ihr und die XMPP-Protokolle ja, mit ey, den Chat-Clients und so weiter. Ah, zum Beispiel, ich finde ja Telegram, finde ich ja nur, ich finde es einfach zehnmal besser. Ich finde nicht. Ich, ich wollen mir taugt das, weil ich auf jeder einzelnen Recheneinheit auf dem, auf dem PC, auf dem Handy eine eigene App dafür habe. Und nicht so wie bei WhatsApp habe ich am PC so eine beschissene App, die mein Handy drauf spiegelt und mein Handy muss dauernd damit verbunden sein. So, okay. so. Das denke ich was, wer, wer denkt sich sowas aus? Der muss ja gesoffen haben. <laughs> ja, aber das ist, das ist egal, es hat sich durchgesetzt. Ja, ich, es, es ist quasi Standard. Ich, ich meine, ich habe ich hab eh so, hab eh so viel Messenger drauf. Ich, ich habe Threema, ich habe WhatsApp, ja. ich habe Signal, ich habe Telegram. Signal habe ich gesehen, hab ja. 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 Okay, ähm, habe ich gleich Info gekriegt. Weil ähm, ich habe sozusagen das, ja, aber also für mich ist Telegram, vor allem Telegram hat Sticker. Das ist für mich, de, ja. das, ist, das, ist für mich das, wo ich sage, okay, das taugt mir, weil die Sticker sind echt gut gemacht. Na, WhatsApp war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ist ist, ist, ist richtig ähm, zur richtigen Zeit richtig gepusht e worden und hat deshalb funktioniert. Es ja, eben, war ja schon vor Facebook, hat was quasi started. ja, ja also, e das, Aber ich habe es ich hab's lange nicht, also ich verstehe es bis heute nicht, warum. Also, aber okay. Ich, ich nehme es hin, also ich muss ja eh damit leben. 81% nutzen das Videoportal YouTube ja. und 63% Instagram. Danach Snapchat mit 59 Prozent, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen stärker. Ja. Facebook rangier, rangiert im vergangenen Jahr auf dem fünften Platz mit 52 Prozent. Ja. ja. Und auf Platz 6 ist Skype. Wobei E-Mail fragt, what the fuck? Warum Skype? Aber naja. Naja, das ja, weil wahrscheinlich du kannst ja über WhatsApp nicht telefonieren miteinander. Eben. Ah, wahrscheinlich kannst du Gruppenanrufe nicht machen über WhatsApp wahrscheinlich? Ähm, nein, das haben sie eben ja Artikel ja. beschrieben. Skype ist eher für die, ähm, eher die Fraktion für die, für die Gamer. Die nutzen das quasi als als Chat Client, also als, als also nicht Teamspeak. Als Teamspeak quasi. Team ja, es gibt eben Teamspeak nicht. Ähm, bei, bei, wenn ich mit dem Kumpel oder so äh. zock, was ich eh ganz selten äh. vorkommt, wir, wir nutzen auch ähm, Skype. Ja, ich benutze ja, ich bin da auch eher so faul, also ich mag, ich finde Teamspeak, ich mag es nicht ganz gern, also ich find, ich, ich, es ist ich zu, es ist mir einfach zu mühsam, du musst erstens einmal, weil du musst eigentlich einen eigenen Server dafür haben, weil sonst musst du immer bei anderen quasi mitschnoren. Genau, ja. mhm. ähm, und ja, ich meine, ja, es ist vor allem, ja, ich weiß nicht, es gibt aber eh, nein, heißt der, wie heißt denn das Ding, es gibt eher Teamspeak-Alternative. Ne? Ja, Mumble. Na, warte mal, noch was anderes. Weil Mumble ist auch so ein so, so Chat-Client, Di Audio-Voice-Client. Disco Disco Discord. Ah, Discord. Ach ja. so, okay, ja. Discord ist sozusagen das... Aber da sage ich, natürlich, du hast schon recht. Wenn ich Skype auf meinem Rechner habe, warum soll ich dann Discord nutzen, wenn ich schon Skype habe? Es ist ja eh schon wisch. Also... Ich meine, Die meisten Spiele haben ja mittlerweile eher in Ingame-Voice-Chat. Ja, ein. aber das ist etwas, was ich so, das ist das erste, was sie abschalten, die Spiele. Weil einfach nicht irgendeine Scheiß-Präpub, äh, deren Kiddies irgendwas eine Rülpsen, eine Schreien, ähm, Hate Speech machen. Ich hasse sowas. Ähm, ich hab's, also wo ich es ganz gut finde, jetzt bei sea of Thieves, da funktioniert es recht gut. Okay, also ja, vielleicht was... ist es eher ein Spiel für normale Menschen aber Spiele also, mal äh, Players Unknown Battleground oder sowas ähm, also das, mit, das mit aktivierten äh, Teamspeak. Kein okay, das Spiel habe ich. Äh, äh, da, da, da kriegst du die, die Krise. Das, ich mag die, das Spiel schon gar nicht. Also ich das einmal. Naja, das, ich finde das Spiel ja jetzt halt, ist Konzept ist interessant. Nur das Spiel ist scheiß verpackt. Der Netcode ist schlecht und die Spieler Community ist einfach nur hysterisch und aggressiv und, und sowas mag ich nicht. Ja das ist aber das ist generell ich mein, League of Legends, bestes Beispiel, Heroes of the Storm von Blizzard die Alternative dazu. Das sind so Spiele, da denkst du, okay, ich, meine, ich bin mit denen aufgewachsen, sagen wir so, ich kenne das, aber da macht einer, der das Spiel vielleicht zum ersten Mal spielt, einen Fehler. Ja ja. Und die, diese Beschimpfungen. Es ist, es ist teilweise so schlimm ich meine, du kannst dann teilweise einen Spaß draus machen weil du kriegst dich halt immer noch an so in so einen Strudel ein, in so ein Rachestrudel ja. und ähm, das wird dann und das ist dann zum Schluss immer ja ich report die jetzt weil ja. man denkt oh ja das wäre halt unheimlich interessiert. na ey, ähm, ich habe mal vorbei ähm, sehr viel ähm, das Autoballspiel gespielt ähm, ah, äh, äh, äh. jetzt habe ich den Namen verloren weil nach dem Spiel war ich süchtig noch habe ich es gelöscht und nie mehr <laughs> Es ist gut, ja, um. ich weiß noch mehr, nicht mehr. ja, ja. Also, wo man die Clan-Bug ist, ähm, ja. balance muss. Da hat es ein paar hin und wieder mal ein paar Spinnerlingen ja. aber sonst war der umgang stone relativ in Ordnung. Also, es hat schon gepasst. Ähm, früher bei, wo man in der Clan-Gruppe ein bisschen so Counter-Strike gespielt haben, war es auch noch okay. Ja. Aber wenn ich jetzt wieder mal so Call of Duty ähm, Advanced Warfare oder sowas spiele, was da, das, 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 wie unentspannt die ganzen Menschen sind. Das ist echt brutal. Also ich bin echt dafür, dass man ähm, THC in die Luft verstreut und mit alle ein bisschen gechillt hast. <laughs> ich verstehe ja auch, wenn ich ein Computerspiel anmache, dann mache ich es ja eigentlich, um abzuschalten. ja also ich, ich tue es ja nicht, weil ich meine, ich werde kein kompetitiver Spieler mehr werden, ich werde kein E-Gamer mehr werden in meinem Alter. Ja. Ähm, dein Alter. Ja. ja, da bist du ja, hallo, da lass die Reaktionsfähigkeit nicht zu sehr nach. Ja, stimmt aber wieder. Da wieder. Du bist ja mit 20 schon alt. Stimmt, ja. Also da, da, kann ich, da kann man nicht mehr mitmachen, aber weil man denkt, es ist schon furchtbar. Ähm, ja, ich habe zum Schluss gleich noch einen Artikel von D3N, was kommt nach der Digitalisierung. Ist einfach wieder ein klassischer Leseartikel. Ja, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt noch gar nicht durchgelesen. Und um was geht denn grob? Ähm, ja, wie, was passiert nach, wenn nachdem alles digitalisiert ist, wie stellen wir uns unser Leben dann auch vor? Weil das muss ja auch jemand gestalten eigentlich. Nur ja, die KI. Ja, sozusagen, also du willst ja, der Mensch braucht ja noch nur irgendeinen Sinn und Zweck danach. Ach so, okay. Ja, das, ja. das ist so die Frage, weil mhm. ähm, sagen wir mal, also es geht eher ins Philosophische. sagen wir oder? mal, bedingungsloses Grundeinkommen, was tun wir dann damit? Okay, also, also es geht eher so ins, ins Philosophische und so. Ähm, ja, es ist wo, recht wo, wohin gehen wir. Es, es ist recht kurz, also es ist kein langer Text das, mhm. was aber ich habe recht passend gefunden, also weil äh, ein paar Sachen aufwirft, auf die man sich wirklich fragen müssen, also weil manche gehen ja wirklich arbeiten, weil sie sagen ja, man geht halt arbeiten. Das ist ja das ist eigentlich ist ja, wir haben ja das Problem schon im kleinen Kreis, manche Leute kommen in ihre Pension. Mm. Und das einzige, was die dann tun, ist nichts. Nix oder ins Wirtshaus gehen. Mm. Weil man denkt, okay, du bist, du hast es nicht ganz, glaube ich, gecheckt, was, ich, was jetzt ich, ist. Was jetzt ist, aber du kannst gar nicht. Also ja. ich mein, es gibt ja auch Menschen, weil ich, ich kenne ja so einen voll, der ist eigentlich nur, der lebt eigentlich prinzipiell nur fürs Arbeiten. Ja. Der macht seine Arbeit, fünf Tage die Woche Vollgas und der kennt nur Vollgas. Geht dann heim und dann daheim weiterarbeiten. Also Haus, Hausgarten, Bastel, ja. Tischler, arbeiten, alles Mögliche. Ja. Das ist ein Multitalent, aber der ja. kennt nur das. Der ja. kann nicht abschalten. <laughs> der kann nicht vor dem sitzen nochmal unter uh, Bier trinken oder sowas. Der kann. Der tut, kennt nur ja, arbeiten. vom Fernseher sitzen tut man mittlerweile auch schwer. Das ja. muss, aber das ist mir einfach, das sage ich, das ist mir die Zeit zu so short einfach dafür. Ja, ich mache mein nicht oder ja. Film anschauen, ist ja auch nicht die Zeit schaut. Ich tue mir mittlerweile. Weißt du, mit nein, nein, weißt du, was das Ding ist? Wir müssen Filme. Wenn, ich, wenn sie mich fünf Minuten in die ersten fünf bis zehn Minuten, wenn sie mich da nicht fesseln, oder zumindest dass ich sage, ist okay, dann schalte ihn ab. Achso, ja, das mache ich auch. Weil, weil dann sage ich, das ist auch eine Zeitverschwendung. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, ja. weil deswegen ich wähle meine Filme schon sehr, äh, ja, sehr genau aus, dass mir sowas nicht passiert. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, das Letzte, was ich gesehen habe, den habe ich sogar fertig geschaut, war von Marvel Thor. Okay, das war so ein Film, wo ich noch zehn Minuten abschalte. Ja, das geht, es ist so ein stumpfes Berieseln lassen. Es ja, es also, ist halt gut gemachte Action. Es ja. ist gut gemachte Action. Ich meine, ein um, Tor ist sozusagen, es hat noch ein bisschen einen Witz natürlich auch immer noch. Ja, drin. das haben die Marvel-Serie, ja. also das kann man eh nicht so. Also das, das ist das Bessere, was Disney eigentlich macht. Ja. Mein letzter war übrigens der Schneemann. Oder Schneemann. Äh, äh, Buchverfilmung von Nesbo, von einem norwegischen Autor über einen Serienkiller um, um Oslo. Ah, okay. Yeah. sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also er hat <laughs> er hat in die Kritiken ähm, nicht so gut dagestanden, also generell IMDB und Rotten Tomatoes ja. nicht so gut dagestanden. Aber ich habe ihn erstens spannend gefunden und schön gemacht. Also okay. ähm, schön gemacht im Sinne von ästhetisch stilvoll. Okay. Es okay. war schon teilweise ein bisschen eine drastischen Szene, ja. aber er war stilvoll umgesetzt und war, weil ich habe das Buch nämlich vorher gelesen. Also vor, vor zwei Jahren habe ich das Buch gelesen oder vor drei Jahren sehr, sehr stark dem Buch nachempfunden okay. also habe, ohne, ohne großartig noch irgendwas, ohne wesentliches zu kürzen oder unwesentliches noch in den Film einzubringen. Also okay, war ja. schön und gut gemacht. Ja. Perfekt, dann sind wir sozusagen die lange Liste durch. Die lange Liste sind wir durch, ja. Wir sind jetzt bei zwei Stunden Uhr. Das war unserer längste Episode, oder? Ja. Ich, mein, ich, wollte jetzt. ich wollte eigentlich drei Stunden machen, aber... Bis jetzt, ja, ich meine, gut, es war zu schnell. Wir, wir hätten beim Politikbad noch eine Stunde verbringen können. Nein, aber das, das wollen wir nicht. Nein, und wie wir gesagt, wollen kein weil du sollst kein Morgengeschwür kriegen. Das ja, ja, bitte nicht. nicht. Also das, ähm wir bedanken uns einmal bei den ähm, Zuhörern der letzten beiden Episoden ja. oder der letzten Episode. Ähm, danke für die Downloads und den Zuspruch. Danke, danke. Die, die Zahlen steigen. Die dritte war schlechter heruntergeladen. Ich weiß zwar nicht, warum. Ja, ich weiß auch nicht, weil die, war bei der Dritten. die dritte und die vierte waren haben wir bei beide eigentlich an so einen ähnlichen Flow gehabt, oder? Ja, das war ähnlich. Ich weiß also ich hab's entweder, ich, ich vermute, war da, war da irgendein Feiertag oder irgendwas, dass die einfach gesagt ja, ignorieren wir. Ja, wir, haben ja, ein, cool. wir, haben, wir haben eine neue Cookie-Richtlinie auf unserer, unserer Website. ja. Yeah weil sozusagen wegen der Datenschutzrichtlinie. Nicht vergessen, bitte. Okay. Äh, cool. Ähm, ja, danke bei dir. Also jetzt so schlimm war jetzt die dritte. Nein, Geschichte nein, es, war, es waren halt, ähm, ich glaube, es waren Zähne weniger, was, ja, ich meine, okay, kann passieren, ich meine, ja, also es muss ja nicht alles immer zusammen stimmen, aber wie schon gesagt, danke mal fürs danke Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in 14 Tag. In 14 Tagen dann wahrscheinlich wieder, ja? Und ja, bis dahin schreibt uns kennst gerne eine, eine Kommentare hinterlassen. Bitte nur nett gemeinte. Äh, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube. YouTube und, Und wir werden es auf Twitch auch noch hochladen. Und wir werden es noch auf Twitch auch noch hochladen, ja. Und Wenn das jemand kennt von unseren Zuhörern, das ist die nächste Frage. Ja. Aber lass wir uns überraschen. Okay. Lass uns überraschen. Ja, also da. danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.